TV. Power to transform lives. Und das ist People okay. of God, if you are watching us online, also, liebe we Leute, are really live. Wenn ihr online zuschaut, wir sind wirklich live. This is really the marriage seminar we have been waiting for. Das ist jetzt wirklich dieses Eheseminar, auf das wir gewartet haben. And we thank God for this opportunity. Und wir danken Gott für diese Möglichkeit. Because in such a time as this, weil in einer Zeit wie dieser, we have the privilege to speak into our marriage life and family life. Haben wir das Vorrecht, in unser Ehe- und Familienleben hineinzusprechen. Which I believe that is really going to be a blessing to many of us. Und ich glaube, das wird wirklich für viele von uns ein Segen sein. Because I am sure. Denn ich bin sicher. If there is any time that we need this kind of seminar, is now. Dass wenn es eine Zeit gibt, in der wir solche Seminare brauchen, dann ist diese Zeit jetzt. We really need to discuss the foundation of godly marriage. Wo wir wirklich das Fundament einer gottgefälligen Ehe besprechen müssen. Because our marriages are in trouble in Europe and many, many parts of the world. Weil in Europa und vielen anderen Teilen der Welt haben unsere Ehen wirklich Probleme. Because the original foundation of the marriage, weil das ursprüngliche Fundament von Ehe is being shaken at the moment, momentan sehr erschüttert wird. Because of different philosophy, aus verschiedenen Philosophien, different doctrines, verschiedenen Lehren and different understanding of human ideology that is out there. Wegen verschiedenen Ideen, Philosophien, menschlichen Ideologien, die da in der Welt herumschwirren. So our goal, unser Ziel is that through this marriage seminar, ist, dass durch dieses Eheseminar we can be able to answer some questions, wir einige Fragen beantworten können, that can help us also to go back to the real foundation of marriage again. Und dass uns das dann auch wieder helfen kann, ans wahre Fundament von Ehe zurückzukommen. We want to welcome. Also. Our guest today. Wir möchten gerne unsere Gäste heute begrüßen. Please make welcome Apostle General and Mama Rita. Begrüßt Apostle General und Mama Rita. To our official marriage seminar with them. In unser offizielles Eheseminar mit ihnen. And so they have their microphone. Sie haben ihr Mikrofon. And we want to get started. Und wir möchten loslegen. We have also a microphone for the publicum there. Wir haben da auch ein Mikrofon für das Publikum. So anytime you stand there, wenn ihr euch da hinstellt, we know you have a question. Dann wissen wir, dass ihr eine Frage so habt. So we're going to pause and take your question. Dann werden wir pausieren und eure Frage Is that okay? nehmen. Ist das so gut? That's how we do it. So machen so wir in es. The course of our discussion, das heißt, im Lauf unseres Gesprächs, if you have a question, wenn ihr Fragen you habt, just go and stand there. Geht ihr da drüben hin und stellt euch da hin. Is that okay? Einverstanden? So now let's start. Also wir beginnen. And our first discussion, we are going to throw it to Mama Rita. Den ersten Punkt möchten wir Mama Rita übergeben. So, Mama Rita, we want to start from the last to going forward. Mama Rita, wir fangen unten an und gehen dann weiter. One of the big challenges that we have in our marriages, eine große Herausforderung, die wir haben in unseren Ehen, is sexual dissatisfaction. Ist sexuelle Unzufriedenheit. We have noticed that so many people can be in the same house. Wir haben gemerkt, viele Leute können im gleichen Haus sein. And we are speaking now from experience of our years of counseling here in Europe. Wir sprechen jetzt hiermit aus der Erfahrung, die wir haben von vielen Jahren Beratung und Ehe-Seelsorgeberatung in der Schweiz. That so many people can be in the same house for as long as 2 years.
years and they have never had sex. Es kann sein, dass die Leute 2 Jahre zusammen wohnen und nicht einmal Sex hatten. And it's not because they have any medical challenge. Und nicht weil sie irgendwie medizinische Probleme haben. It's just because they are not agreeing. Nicht aus gesundheitlichen Problemen, einfach nur weil sie nicht die gleiche Meinung haben. So we would like to know what is the mind of God. Oder weil sie nicht zusammenkommen. Jetzt möchte ich wissen, was sagt Gott dazu? In this kind of matter. In solcher Angelegenheit. Is God happy for us not to have sex for 2 years and go on holiday? Freut sich Gott darüber, wenn wir 2 Jahre lang keinen Sex haben und Ferien machen? And depending on how we feel. So, und das einfach so machen, wie wir gerade Lust haben oder uns fühlen. And please, can you give us your take on that? Sag uns, was du dazu meinst. Yeah. Thank you, Vielen Apostle. Dank. When I came in, you were talking about abuse. Als du reinkamst, hast du über Missbrauch and gesprochen. When we talk about domestic abuse, like you said, wenn wir vom häuslichen Missbrauch sprechen, it's not just physical abuse. Ist es nicht nur physischer Missbrauch, körperlich? But we are talking about physical abuse. Es gibt den körperlichen Missbrauch. We are talking about emotional abuse. Den emotionalen Missbrauch. We are talking about verbal. When we talk about emotional abuse, sometimes it's worse than physical abuse. Manchmal emotionaler Missbrauch kann schlimmer sein als körperlicher Missbrauch. Where you abuse the person emotionally. Dass du die Person emotional missbrauchst. You can be in the house and not talk to the person for a long time is emotional abuse. Du kannst im gleichen Haus sein mit jemandem und lange Zeit nicht mit der Person reden und das ist emotionaler Missbrauch. Where constantly you make the person feel like she's nothing is emotional abuse. Und die andere Person hat dann das Gefühl, dass sie ständig einfach ein Niemand sei und das ist emotionaler Missbrauch. We have verbal abuse. Es gibt den verbalen Missbrauch. Where you are always insulting the person using foul languages, you are telling the person you are nothing, you are stupid, you are foolish, I regret I married you, I don't love you, you are not beautiful, you are not handsome. It is verbal abuse. Verbaler Missbrauch kann sein, dass du die andere Person ständig beleidigst. Du sagst, du bist nichts. Oh, ich bereue den Tag, an dem ich dich geheiratet habe. Du bist nicht schön. Ich mag dich nicht. Ich liebe dich nicht. Du gefällst mir nicht und so weiter. Das ist verbaler Missbrauch. And then we also have economic or financial abuse. Und dann haben wir auch den wirtschaftlichen oder finanziellen Missbrauch. Where you know that she's not working or he's not working. Wir wissen, and er, you are the one working. Wir wissen, er oder sie, die andere Partei, arbeitet nicht. Du bist derjenige, der arbeitet. And you decide not to provide for the home. It's economic abuse. Wirtschaftlicher Missbrauch besteht darin, dass du, der du das Geld eigentlich nach Hause bringen solltest, du gibst der anderen Partei kein Geld. And then we have the sexual abuse. Dann gibt's auch den sexuellen Missbrauch. There's a quarrel. I mean, it's nothing much. Ein Streit, nichts Großes. The person has apologized. Die andere Person hat sich entschuldigt. And you decide to abuse her sexually by not having sex with her. It's a sexual abuse. Und dann entscheidest du dich, die Person zu missbrauchen, indem du keinen Verkehr, keinen Geschlechtsverkehr hast mit ihr. Das ist auch ein sexueller Missbrauch. You decide that you deny the person of her right or his right. Du entscheidest dich, dass du der Person ihr Recht nicht zukommen lassen willst. The Bible says that when we marry, our bodies no longer belongs to us. Die Bibel sagt, dass wenn wir heiraten, gehört unser Körper nicht mehr nur uns, it belongs to your spouse, sondern deinem Ehepartner. Your body belongs to your husband, and your body belongs to your wife. Dein Körper gehört nun auch deinem Ehemann oder deiner Ehefrau. If there is a problem, you settle it. Wenn ihr ein Problem habt, dann müsst ihr das regeln. Once the problem is settled, it must be settled. Sobald das Problem geregelt ist, muss es geregelt sein. The Bible says that don't let the sun go down on your anger. Die Bibel sagt, lass nicht die Sonne untergehen über deinem Zorn. If you intentionally deprive your person, your spouse of sex, it's a sin. Wenn du absichtlich deinem Ehepartner Sex vorenthältst, dann ist das eine Sünde. And I've been born again for a while. Ich bin schon eine ganze Weile. Sin is sin. Fornication is sin. Adultery is sin. Lying is sin. Stealing is sin. Depriving your partner of sex is sin. Ich bin schon eine ganze Weile wiedergeboren und Stehlen ist Sünde, Lügen ist Sünde, sexueller Missbrauch ist Sünde, aber auch, dass du deinem Ehepartner den Sex nicht gewährst, ist auch eine Sünde. The Bible says that the only time you can deprive your partner of sex is when both of you agree
that at a certain time you want to go before the Lord in prayer and fasting. Die Bibel sagt, dass die einzige Zeit, in der es okay ist, keinen Sex zu haben, ist, wenn ihr zusammen euch entschließt, dass ihr eine gewisse Zeit euch ausnehmen wollt, wo ihr den Herrn suchen wollt im Gebet und Fasten. I don't think within the marriage anybody can be fasting continuously for 2 years. Ich denke, such that within 2 years you won't be having sex. Ich denke kaum, dass es Leute gibt, die 2 Jahre lang fasten und dann wegen dem 2 Jahre lang keinen Sex haben. Revival of Europe. Die Erweckung in Europa. Aside being sexual abuse, there's also the situation where you get yourself so busy, busy with work, busy with school, busy with church, that you deprive each other of sex. Und dann, was es auch geben kann bezüglich sexuellem Missbrauch sozusagen, ist, dass wenn man so beschäftigt ist mit der Arbeit, mit Studium, mit Lernen, mit Kirchenprogrammen, dass man am Ende auch keinen Sex mehr bieten kann. I teach my counselees that sex is such that aside communication, sex is the next very important thing in the relationship, in the marriage. Wenn ich Beratungen mache oder Seelsorge mache, sage ich diesen Leuten immer, dass neben der Kommunikation das nächstwichtigste in der Ehe Sex ist. So in order that you don't deprive each other of sex, what you do is that you set one day aside for the two of you. Depending on which day works for you. If Sunday evening works for you, that is good. If Saturday evening works for you, that is good. If Monday evening works for you, that is good. So you know that throughout the week, if we never have sex, not on the day, the covenanted day, that both of us have agreed that Sunday evening or Sunday morning or Saturday morning or Saturday afternoon, 12 o'clock after lunch, it's good for the two of us. Es ist auch gut, wenn wir wie einen Tag ausnehmen und reservieren und das festhalten, das ist der Tag, wo wir Geschlechtsverkehr haben. Wo wir das festlegen, wir sagen zum Beispiel Sonntagabend oder Samstagabend, Montagabend, vielleicht ist es Samstagmorgen, Sonntagmorgen, vielleicht am Samstag nach dem Mittagessen um 12 Uhr haben wir Sex, dann ist das okay. That doesn't mean that within the other days, if you both want it, you can't have it. You can have it just like we take painkillers, paracetamol. You can have one tablet 3 times a day. It is so with sex. You can have it one tablet 3 times a day or 2 tablets 3 times a day. I mean, you can do it. If for any reason one partner has a problem, you are sick, the man is not getting erection, these days medication has come. There's no shyness about it. Just like you have asthma or you have high blood pressure. Translation. Also das heißt nicht, dass man an all den anderen Tagen keinen Sex haben darf. Das ist wie wenn man Paracetamol hat, nimm das 3-mal am Tag, 1 Dafalgan. 3-mal am Tag, 2 Dafalgan. Genauso ist es mit dem Sex. Du kannst auch sonst zusätzlich Sex haben. If your sickness is also getting erection or ejaculation or anything, you can easily go to the hospital and say, this is my problem, so you be given medication. These days there's medication, you know, that you can take for sex. Und bezüglich gesundheitlicher Probleme, wenn man der Mann zum Beispiel Problem hat, dass er keine Erektion zustande bringt oder dass der Samenerguss nicht kommt oder so, heutzutage haben wir die Medizin, da können wir zum Arzt gehen, wir können die Probleme besprechen und auch von medizinischer Seite das behandeln. And I want you to know that sex was created by God. Und bitte, ich möchte, dass ihr wisst, Sex wurde von Gott erschaffen. It was created by God for the husband and for the wife. Es wurde von Gott erschaffen für den Ehemann und für die Ehefrau. Don't deprive each other of sex, especially for the young ones here. Trust me, the two of us married, I was 23, 24, he was 26. Today we are in the 60s. The way we used to have sex when we were in our 20s, we won't have sex the same way now. Who told you that? Please, talk for yourself. Don't talk for me.
So for the young ones. Also. Sex wurde geschaffen für Ehemann und Ehefrau innerhalb der Ehe. Mein Mann und ich, wir sind verheiratet seit den 20ern. Ich war 23, 24, er war 26. Wir sind jetzt über 60. Wie wir jetzt Sex haben, das ist nicht mehr so, wie als wir jung waren, wie als wir in den 20ern waren. Und Apostel General hat gesagt, wer hat gesagt, dass wir das nicht mehr haben können? Wer sagt das? The British man says, make hay while the sun shines. Now that you are young, the Bible says that serve God in the days of your youth, before the evil days come, before you enter into your menopausal days or your andropausal days for the men. Enjoy it now. Und God bless you. Ganz wichtig, ganz besonders möchte ich das betonen für die Jungen unter uns. Es gibt auch ein Sprichwort, das besagt, wir sollen den Tag nutzen oder wir sollen den Tag nutzen, solange es Licht hat oder irgendwie so vom Inhalt her. Und genau das bezieht sich auch auf den Sex. Bei den jungen Leuten macht Sex, habt Sex, solange ihr jung seid. Wenn ihr älter seid, ist es nicht mehr das Gleiche. Thank you very much. Before we move forward, I saw that we have a question. Vielen Dank. Bevor wir weitergehen, habe ich gesehen, wir haben eine Frage. But we want to stay a little bit more in this topic. Wir möchten noch ein bisschen mehr auf diesem Thema bleiben. I would like my wife also to give us her take. Ich möchte, dass meine Frau auch ihre Ansicht dazu geben kann. And then Apostle General is gonna come in. Und dann wird Apostle General kommen. And then we're gonna take our question. Und dann nehmen wir Fragen. But before my wife says something about that. Noch bevor meine Frau ihre Ansicht teilt. I want to draw your attention, and that also the question that goes to you and Apostle General on the topic of sex möchte in ich marriage. Auch das Thema Sex noch von Apostle General und von meiner Frau beleuchten lassen. The Bible says. In der Bibel heißt es. Let marriage be held in honor. Die Ehe soll in Ehre gehalten werden. Among all. Unter allen. And let the marriage bed be undefiled. Und das Ehebett soll unbefleckt bleiben. For God will judge the sexual immoral. Denn Gott wird die sexuelle Unmoral richten. And adulterers. Und den Ehebrecher. According to Hebrews 13:4. Gemäß Hebräer 13, Vers 4. So my question is based on what we are hearing now. Meine Frage ist nun basierend auf dem, was wir hier hören. If a woman says. Wenn eine Frau sagt, and that goes to Pastor Sandra, das ist jetzt die Frage an Pastor Sandra, if a woman or a man says, wenn ein Mann oder eine Frau sagt, the reason why I can no more have sex with my spouse, der Grund, warum ich mit meinem Ehepartner keinen Sex mehr haben kann, is because he has slept with another woman in the same bed, ist, weil er mit einer anderen Frau im selben Bett geschlafen hat. And every time we were about to sleep together and I remember that, I cannot be in the mood to really properly have sex. Und jedes Mal, wenn wir Sex haben wollen, denke ich, muss ich an das denken und dann können wir nicht wirklich Sex haben. And also based on this scripture, und auch auf dieser Bibelstelle basieren, that we just read now, die wir jetzt gerade lesen, they are basing their argument. Lesen, darauf basieren sie ihre Argumente. So what will you say as a woman from your side? Was sagst du als Frau dazu? I think the first thing is to be able to forgive. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir vergeben können. Because if you have not forgiven, it will be difficult to be able to come together again. Weil wenn du nicht vergeben hast, wird es schwierig sein, wieder zusammenzukommen. And when it comes to what he asked about the marriage bed was being abused. Und wenn es dazu kommt, dass eben das Ehebett beschmutzt wurde, missbraucht wurde. So, is it because of the cloth that is on the bed that reminds you, or is it the bed itself, or is it the room itself? Was genau ist es, was sich daran erinnert? Ist es das Leintuch, das beschmutzt wurde? Ist es das Bettgestell an sich? Oder ist es das Zimmer? So, if you are able to define the problem, then you can change it. Wenn du das Problem definieren kannst, dann kannst du es verändern. If you have other rooms in the house, then you can go to the other room. Wenn in deinem Haus noch andere Zimmer sind, dann geh doch einfach in ein anderes Zimmer. But I believe if you are forgiving your spouse, you can look into the eyes of your spouse. Aber ich denke, wenn du deinem Ehepartner vergeben hast und ihm in die Augen schauen kannst, then you should be able also to stay in the room. Dann solltest du auch in diesem Raum bleiben. Because then you have been healed. Können, weil du geheilt worden bist. And then
First of all, it was your bed. It is your bed. Und vor allem war das dein Bett. Es ist dein Bett. So take charge of that bed. Und übernimm das Bett auch. Because allowing it to disturb you, nimm das Bett in Anspruch, weil wenn du zulässt, dass das dich stört, is also giving access to the enemy to say, "Ha, I got it." Das gibt dann auch dem Feind einen Zugang und der Feind kann dann sagen, ha, ich habe dich erwischt. So I believe if you pray together in unity, und ich denke, wenn ihr da zusammen in einer Einheit beten könnt und euch eins gemacht habt, vergeben habt und vorwärts geht, then you should be able to let go. Dann sollt ihr auch gehen lassen können. And allow God to let the healing process to continue. Loslassen können und dass Gott den Heilungsprozess weiterlaufen lassen kann. Apostle General, yeah, please, let's. Ihr dürft gern klatschen. Apostle General, we are staying around the same topic. Apostle General, wir bleiben beim gleichen but Thema. But we would like to know from you. Von dir möchten wir aber gern wissen. There are some people where their challenge is the way they have the sex on the bed. Es gibt Leute, die haben ein Problem mit der Art, wie sie im Bett Sex haben. Some people want to hang one leg in the ceiling and the other leg under the ceiling. Jemand möchte vielleicht das eine Bein gegen die Decke strecken und das andere Bein nach unten strecken. Other people, they want to beat somebody so that they can get sexual, yes, you know. Jemand möchte vielleicht den anderen schlagen, um damit irgendwie Gelüste zu wecken. And then other people say they don't want to do only the missionary type. Und jemand anderes sagt, er möchte nicht nur machen wie Missionare. That is just only staying on top. Der ist immer nur der gleiche oben ist. Is these other ones, are they still biblical? Die anderen Positionen, sind die biblisch? Yes. Ja. So 1 Corinthians chapter 13. 1. Korinther 13. You need to understand that the marriage institution that we are talking about is a godly institution. Als erstes müssen wir verstehen, dass die Institution oder die Einrichtung, von der wir hier sprechen, ist eine göttliche Einrichtung, die Ehe. As I sat here, I was just saying, I have married this woman sitting on my left for 40 years. Also ich mich hier 38 years, eh? Hingesetzt. So we are going to be 40 years in 2 years. Als ich mich hier hinsetzte, habe ich mir gesagt, diese Frau habe ich schon vor bald 40 Jahren, 38 Jahren geheiratet. My wife and I have never been angry with each other and verbally exchanged words because of finance and money. Never in 38 years. In 38 Jahren haben meine Frau und ich nicht einmal gestritten oder verbale Worte ausgesprochen wegen finanziellen und unterschiedlichen Ansichten. My wife has never denied me of sex, never once in 38 years. Und kein einziges Mal in 8. Please clap for me. In 38 Jahren hat meine Frau mir nicht ein einziges Mal Sex verweigert und wir sollen klatschen für Mama Rita dafür. To the extent that my wife embarrassed me when she was going to give birth to one of her children. We are 4. I don't know which of them, whether the second born or the third born or the last. No, not the last. I'm sure the second one, Papa. My wife will allow me to have sex with her even in the last week of delivery. Und meine Frau hat mich damit überrascht, als sie schwanger war, kurz vor der Geburt stand. Ich glaube, es war das zweite Kind. You better clap. She didn't force me to have sex. I will ask for it. And she says, all right, but I'm pregnant. So she will face this one and then you do it from the back. Und which is another style. Ich habe nicht darum gebeten. Sie hat gesagt, nein, Moment schnell. Sie hat nicht darum gebeten, ich habe gefragt, aber sie hat gesagt, es ist okay, auch die Woche noch vor der Geburt von unserem zweiten Kind, dass ich Sex haben kann. Und sie hat gesagt, ja, ich bin schwanger, es geht nicht so gut mit dem dicken Bauch, da müssen wir halt die Position ändern, dann musst du von hinten kommen. And I was so embarrassed. Und das war after the show, after the show, some of the show. Nach der Show, sag mal Show. Worship. After the worship. Oder nach der Anbetung, wir sagen Anbetung. That same week, she started to labor and to go to the maternity to go and deliver. Guess what? When my son was delivered, my seed was upon his forehead.
I don't know whether that is what has given him the anointing and the assignment. Es war mir so peinlich. Meine Frau ging ein paar Tage später dann in die Gebärabteilung. Die Geburt ging los, sie hat geboren und es war mir so peinlich. Auf seinem Kopf, als er rauskam, war noch meine Spermien. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist, dass er meine Salbung bekommen hat. That's another dimension. Eine andere clap your hands and say, see, why am I sharing these testimonies with you? Warum teile I am ich das saying mit euch? It is possible for your marriage to succeed and to be stable and to go many years. That's what I'm saying. Was ich damit sagen will, ist, dass es möglich ist, go dass ahead, deine... Go ahead, go ahead. Ich will damit nur sagen, dass deine Ehe erfolgreich sein kann, dass du weit kommen kannst in deiner Ehe, viele Jahre. Halleluja. Say amen. Amen. So he's asked me about the various styles, you know, in sexual relationship and so on and so forth. Also seine Frage bezog sich auf die verschiedenen Stellungen und Positionen im Sex. The couple must agree what suits them. Was wichtig ist, ist, dass das Ehepaar eins sein muss, einverstanden sein muss, was für sie passt. The man must know what suits his wife and give her the service in that direction. Der Mann muss wissen, was für seine Frau stimmt und muss ihr die entsprechenden Dienste leisten. Likewise, the woman must also know what is it that excites your husband and do it for him. Und genauso muss die Frau aber auch wissen, was den Mann erregt und muss das ihm dann bieten. Then there is a part of learning. Dann gibt's dann auch den Lernbereich. In sexual relationship, because your marriage is going to last for the next 70 years, you have to learn it together right from the beginning. Between the two of you, sometimes the man was more spoiled before he came into the marriage than the woman. Sometimes the woman was is more spoiled before she came into the marriage. In other words, the husband was a bad boy and played around a lot before he became born again. Was a pharmatist before he became born again. So he's more experienced than the woman. The woman must humble herself for the man to teach her how to play the sexual game. Don't be proud. Don't be arrogant. Yeah, yeah. That is the blessing he has brought into the marriage, yes, for all the bad things that he has done, yes, by the grace of God. Experience. Now, if it is the woman who has the experience than the man must humble himself and allow the woman to teach. So give the interpretation quickly on that. I've said the first one is that they must know what each other likes. Number two, they must know that it is a school that they have to travel together for the next 70 years. Also die zwei Punkte, die Apostel General gesagt hat, das eine ist, dass der Mann wissen muss, was der Frau gefällt, die Frau muss wissen, was dem Mann gefällt, und entsprechend sollen sie sich gegenseitig dienen. Der zweite Punkt war, dass Sex oder Geschlechtsverkehr eine Schule ist, durch die man durchgeht. Wenn man heiratet, dann ist man 70 Jahre oder so verheiratet und dann lernt man ständig dazu. Und zum Beispiel kann es sein, dass der Mann mehr verdorben war, wenn sie heiraten, als die Frau, oder die Frau mehr verdorben als der Mann. Das heißt, bevor sie ihr Leben Jesus gegeben haben, vielleicht schon die eine oder andere oder viele sexuelle Erfahrungen gesammelt haben. Und von all dem Schlechten, was dadurch hineingekommen ist, wollen wir doch auch den Segen annehmen, dass er Erfahrung oder sie Erfahrung mitbringt. Wenn der Mann mehr Erfahrung hat als die Frau, soll die Frau sich demütigen und von den sexuellen Erfahrungen, die der Mann bereits gemacht hat, lernen. Wenn die Frau mehr sexuelle Erfahrung hat als der Mann, dann soll der Mann sich demütigen und von den sexuellen Erfahrungen von der Frau lernen. And a quick one. Then comes the problem of orgasm. Und dann gibt's auch das Problem mit dem Orgasmus. In Sex. Im Sex. Sometimes the man and the woman during the sexual act can all reach orgasm together. If that is your case, you are blessed and you have to keep it up. Manchmal kann es sein, dass Mann und Frau während dem Geschlechtsakt gleichzeitig den Orgasmus bekommen, dann seid ihr gesegnet und führt das fort. But more often than not, aber meistens, the men reach orgasm first. Bekommen die Männer zuerst einen Orgasmus. And then as soon as they reach orgasm, they turn their faces to the other wall and then they cover themselves and they start sleeping, leaving the woman very rejected.
Und sehr oft, wenn der Mann zuerst den Orgasmus gehabt hat, dann ist die Sache für ihn erledigt. Er dreht sich um, schaut die andere Wand an, deckt sich zu, schläft ein und lässt die Frau abgelehnt im Bett liegen. Wrong, 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 wrong. Falsch, you falsch, falsch, falsch. When you, the man reaches orgasm, then you allow your wife to clean herself. Make sure that your hands are very washed and clean. And then you have filed your nails properly. And then you start using anything that you have to use to make her also come orgasm. Is it your fingers that you have to use? Is it the nipples that you have to play with? Do it until she gets orgasm. Otherwise, you have cheated her, you have abused her. Und wenn der Mann... Somebody's I thought the women should be clapping for me here. Somebody is coming to the altar today. Wenn der Mann seinen Orgasmus gehabt hat, was er machen soll, ist, dass er sich und die Frau ein bisschen putzt, ein bisschen reinigt. Er muss sicherstellen, dass seine Hände sauber sind, seine Fingernägel gut geschnitten sind, sauber gefeilt sind. Und dann ist es seine Pflicht, auch der Frau zu helfen, dass sie ihren Orgasmus bekommen kann. Vielleicht bedeutet das, dass er mit den Brustwarzen spielt. Vielleicht bedeutet das, dass er seine Finger betätigt, bis die Frau auch ihren Orgasmus hat. Ansonsten hat er die Frau betrogen und hat sie sexuell missbraucht. It is important that you do that. Es ist wichtig. Yourself, satisfy her. Then you come to the styles. Es ist wichtig, befriedige dich selbst, please, befriedige you go forward, sie is und that erst also, dann. Is that also vice versa? Erst dann die Stiele. Yeah. Is that also vice versa? Ist das auch umgekehrt? Yes, when the woman is satisfied first before the man. Yes. So the woman should the woman not also sleep. Praise the Lord. The woman must allow the man to. Es zählt auch umgekehrt, wenn die Frau zuerst den Orgasmus hat, dann ist es die Pflicht des Mannes. Oh, are you clapping or you are doing something like clapping? Wenn die Frau zuerst den Orgasmus hat, dann ist es die Pflicht von der Frau, dass sie auch dem Mann hilft, seinen Orgasmus noch zu bekommen. And if you're a man and you are sitting by your wife and you know that these things that we are teaching you, you are already losing marks, start putting your hand in your pocket and start giving your wife peace offering right now. Und wenn du merkst, and then start telling your wife, oh, honey, I'm sorry, I will do it better, I will do it better. Styles. Wenn das dich betrifft, dann bitte, dann nimm das jetzt auch ernst. Nimm die Hand von deiner Frau, falls deine Frau gerade neben dir sitzt und tätschel sie ein bisschen auf die Hand und sagst, tut mir leid, wir werden es besser machen und ich gebe dir dann Friedensopfer. The common one is dann the missionary type. Die Stiele, das bekannteste ist die Missionarsstellung. You can't take it out. Die kann man nicht rausnehmen. The men like it. Die Männer mögen das. Because that's where they feel, that's where they feel they're on top. Weil da hat der Mann das Gefühl, dass er oben ist. And they are in charge. Missionary. Dass er die Kontrolle hat. Missionary. Der Missionar. And when we say missionary, it means that one has Holy Ghost power inside. Und wir sagen dem Missionar, weil da die Heilige Geistkraft drin ist. Then the back. Dann hinten. Then the back. Hinten. Then the woman on top. Dann die Frau oben. Then the woman on top. Die Frau oben. The one that involves caning is demonic. Das was? The one that beating. The one that you have to beat. Wo man wo geschlagen wird, das ist dämonisch. Yes. It's demonic. Das ist dämonisch. The geschlagen one in which nicht. You have to slap her. Wo man sie schlagen before soll. Before you reach orgasm. Bevor du den Orgasmus bekommst. Please come for deliverance right now. Dann bitte komm. Ungodly. Jetzt für Befreiung, das ist nicht von Gott. The one that you have to chain her. Wo du sie fesselst. Before you reach orgasm. Bevor du den Orgasmus it's bekommst. Ungodly. It is a principality. Das ist sogar eine teuflische Festung. The which one? Which one? Dann was gibt's noch? The one through the anus. Beim After. The one through the anus. Durch den After. It is anus. A witchcraft. Das ist Hexerei. God created two things. Gott hat zwei Sachen gemacht. Entrance and exit. Einen Eingang und einen Ausgang. Entrance and exit. Eingang, Ausgang. In Switzerland. In der Schweiz. If your car goes enters through the exit, you are arrested. Wenn du mit dem Auto durch den Ausgang hineinfährst, dann kommt die Polizei dir danach. And you pay fine. Du musst eine Buße zahlen. Why is it that when it comes to sex, you want to enter through the exit? Warum ist es denn dann so, wenn es um Sex geht, dass du beim Ausgang rein willst? God will arrest you. Gott wird dich Hallelujah. Da festnehmen. And we will pay fine. Und dann bezahlen wir eine Buße. Thank you very much, man of God. So we want to take the first question from Jenny.
We want to take the first question from Jenny. Von Janine. Just still on the point. We want to take the first question from Janine. Die erste Frage nehmen wir von Janine. Okay, danke. Ich kenne eine Frau und sie wurde während ihrer Beziehung hatte sie einen sexuellen Missbrauch erlebt und dann war es für sie schwierig, wieder Sex zu haben mit ihrem Partner. Was kann in so einer Situation die Frau machen? Was kann der Mann machen? I have a friend and in a relationship she experienced sexual abuse and then after with her partner she found it very difficult to have sex again. What should be done in such a case? Can you please come back to the microphone? Kannst du bitte zurück zum Mikrofon kommen? And explain us what you mean by sexual abuse. Und erklären, was genau in diesem sexuellen Missbrauch zu verstehen ist. Also bei ihr, sie wurde einfach jemand hat sich, sie war an einem Konzert und jemand hat sich hinter ihr irgendwie erregt und das ist dann über sie gekommen. Aber es kann in einer anderen Situation ja auch ein anderer Missbrauch sein. In her case it was like a concert and somebody got himself erected behind her and then the ejaculation came upon her. But I'm also asking the question more generally, it can also happen different ways. Okay, so basically the person didn't enter. Also da ging die Person nicht rein, ist nicht eingedrungen. If we understand, the person didn't enter, the person was just behind and then released. In ihrem Fall, da war die Person dahinter und hat dann das freigelassen. Do you know that person? Bring the person to NIC for deliverance. Wenn du die Person kennst, dann bring sie in die NIC für Befreiung. So basically what she want to know, was sie wissen möchte, is how will that person be delivered, is that correct? Ist, wie die Person Befreiung erleben kann, oder? Yeah, just stay on the microphone until we are done with your case. Bleib am besten beim Mikrofon, bis wir die Frage geklärt haben. Also, thank you for the boldness to come and stand there. Danke, dass du dich getraut hast, diese Frage zu stellen. Also was kann sie tun, aber was kann auch der Mann tun in dieser Zeit, wo sie vielleicht diese Schwierigkeit hat? So the question is, what can she do, what can he do, like the woman, what can the man do, as long as they are struggling with having sex again? Okay. So basically, because of what happened, is causing them sexual problem. Also das, was geschehen ist, macht sexuelle Probleme. Who is the problem here? Who is upset? Is it the man or the woman? Für wen ist es schwierig? Ist es für die Frau schwierig oder ist es für den Mann schwierig? Für die Frau. For the woman, it's difficult. Wow. Okay. You want to answer that? Yeah, no, I'm trying to explain because daddy and mommy are not getting it well. So basically, she went out to a concert and a stranger stood behind her and ejaculated. Exactly. Like he did not touch her or penetrate in her, but she has been traumatized because of that, because she felt the spermia on her clothes. So she has been traumatized and that caused issue for her to be able to have intimacy with her husband. Also die noch mal kurz erklärt, es ging darum, dass die junge Frau nicht berührt oder angetastet wurde oder der Mann ist auch nicht in sie eingedrungen, aber ein Fremder hat hinter ihr sich erregt und hat über sie ejakuliert und das hat sie traumatisiert, dass sie sich nicht sauber, schön, frei wieder öffnen kann, mit ihrem Mann Sex zu haben. So do you want to answer that? So under normal circumstances, if the person stood behind you and ejaculated without entering, your clothes was on and everything, it shouldn't be a problem. Unter normalen Umständen, wenn die Person einfach hinter dir stand, über dir ejakuliert hat und du hast Kleidung getragen und all das, sollte das eigentlich gar nichts machen. But if in the midst of it she has a problem, then it means that she needs counseling or to go through therapy. Aber maybe fear. Wenn sie in dem ein Problem hat, wenn das für sie ein Problem ist, dann muss sie Seelsorge in Anspruch nehmen oder vielleicht auch eine Therapie. Vielleicht steht dem Ganzen eine Angst dahinter. Anytime the husband must have sex with her, she remembers that picture, comes to her, and I'm sure she enters into a panic mood or panic arrest or something. So under such a thing, she needs to go through therapy. So she needs to see a therapist, a counselor, a psychologist,
or something and then go through counseling. Und wenn es bei ihr so ist, dass sie ein Problem hat, wenn sie eben Geschlechtsverkehr haben würde mit ihrem Mann, aber das immer wieder hochkommt, dieses Bild immer wieder hochkommt, dann muss sie Therapie in Anspruch nehmen, Psychotherapie oder Seelsorgeberatung, dass sie diese Sache behandeln kann. Okay, thank you very much. And so as we go forward, maybe the first step of suggestion you can tell your friend is to get my book on soul tie. Was du vielleicht auch machen könntest für deine Freundin ist, dass du das Buch über die Seelenbindung, das ich geschrieben habe, ihr schenkst. Have you suggested it to her already? Hast du ihr das schon mal vorgeschlagen? Okay, so do that. It will help her. Mach das. Go ahead. Das wird ihr helfen. There is a place that it talks about breaking all this ungodly soul tie, because it can also be as a result of what has happened in the past. Weil im Buch gibt es auch einen Abschnitt, wo es darum geht, wie man ungöttliche Seelenbindungen löschen oder brechen kann. Und das hat viel zu tun mit dem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Or what she has seen happen in the family. Oder was sie vielleicht auch in ihrer Familie hat geschehen And this sehen. Is just a trigger. Und das ist dann wie einfach ein Trigger. Okay, thank you. Now let's aus. Take, let's go back to the question. Listen, we really want to deal with this point. And we want to deal with it very well, because we don't want to rush the point, and then at the end we have so many points covered, but we didn't really deal with one properly. Wir möchten das Thema wirklich gut behandeln. Wir möchten da nicht zu schnell hindurchgehen, dass Sie am Ende vielleicht alle Punkte abgehakt haben, aber keinen richtig behandelt. So let's take one more question concerning what I think Love have a question. So go ahead, ask your question, and then we can. I have some other question within the same topic. Wir haben jetzt noch eine Frage von Love, die wir gerne entgegennehmen möchten. Ich habe dann auch noch einige Fragen, die ums selbe Thema gehen. Thank you, sir. My question is just to throw a little bit more light on which type of sex is allowed in Christian marriage or in godly marriage. How can you define oral sex in Christian marriage? Is that right or is it wrong? Is it good health? Should it be continued or stopped? Thank you, sir. Meine Frage bezieht sich auch noch über die sexuellen Praktiken in göttlichen Ehen. Wie sieht das aus mit Oralsex? Ist das erlaubt? Ist das gut? Soll das weitergemacht werden oder nicht? Okay, Apostle General, you are dealing with that topic. Yes, so, you can finish. We have agreed that the fingers can be used. Wir haben gesagt, clean. Your nails must be clean, so you don't introduce germs into her. Wir haben gesagt, dass die Finger gebraucht werden dürfen, die Finger sollten sauber sein, die Nägel sollen geschnitten sein, dass keine Verletzungen entstehen und Infektgefahr besteht. And then if the woman likes the man also to give her aura, if that is what will satisfy her, I think the man should go ahead. If the man is comfortable with it, if it's not, then they have to talk about it and take that one out of their syllabus. Ja. Wenn der Mann damit einverstanden ist und es ihn befriedigt, dann kann Oralsex, wenn die Frau dem Mann Oralsex bietet, kann auch dazu gehören. Oder auch umgekehrt. But the avoiding the infections and the diseases, you know, the medical aspects, all boils down to neatness. The woman, when she's going to meet the husband, must make sure that she's neat. So that there's no transmission of diseases. The man must make sure that he's washed down and the area is neat so that he doesn't introduce germs. You understand that if the couple know the meaning of love and the practicality of love, all these things will be done easily without any confusion. I don't know whether you want to add something to. Was wichtig ist einfach, ist, dass es sauber gemacht wird. Es geht immer wieder um die Sauberkeit, dass keine Infekte entstehen oder keine Krankheiten übertragen werden dadurch. Wenn wir wirklich verstehen, was Liebe bedeutet, woraus Liebe besteht, dann wird das gar nicht mal ein großes Thema sein. Das wird dann ganz leicht gehen. There are certain things that the Bible is very silent about it. Es gibt gewisse Dinge, wo die Bibel nicht sehr viel darüber sagt oder gar nichts. In other words, the Bible doesn't talk about it. Also die Bibel spricht nicht über solche Sachen. When it comes to stealing, the Bible talks about it. Wenn wir über Stehlen sprechen, ist es ganz klar, die Bibel spricht darüber. When it comes to homosexuality, lesbianism, the Bible talks about it. Homosexualität, da spricht die Bibel auch darüber. When it comes to certain things in sex, so for instance, the Bible talks about
sex in the anus, the Bible categorically, you know, refuses it. Und wenn es um die sexuellen Praktiken geht, eben zum Beispiel Analsex, da steht auch in der Bibel, das ist ganz klar nicht gut. But when it comes to things like the fingers, aber zum Beispiel, like the mouth, zum Beispiel oral, die Finger, den Mund, Oralsex, the Bible doesn't talk about it. Da spricht die Bibel nicht darüber. So where the Bible doesn't talk about it, you use your discretion. Und da, wo die Bibel nicht darüber spricht, musst du das selber unterscheiden. Also du musst schauen, wie es passt für euch. And then what's use the two of you? Was für euch beide passt. If the fingers is comfortable for the woman, do it for her. Wenn die Frau die Finger angenehm empfindet, dann macht das so für sie. If the lips are okay or the tongue is okay for the man or the woman, do it for them. Wenn die Lippen, die Zunge, der Mund dem Partner, deinem Mann oder deiner Frau gefällt, dann mach das. The only thing is that Apostle General said, make sure that hygienically you are correct. Das Einzige, was ich dazu noch sagen möchte, ist, wie Apostle General auch gesagt hat, stellt einfach sicher, dass ihr sauber seid. Make sure the place is well washed. Dass ihr euch wascht davor. The place is not smelling. Dass es nicht übel riecht. That you are having your bath. Dass du geduscht hast. You can ask a woman to use her lips to suck you when you haven't had your bath for a whole week. Du kannst nicht von einer Frau verlangen, dass sie dich leckt, wenn du eine Woche oder schon nur drei Tage nicht geduscht hast. Oh, for the woman, you oder have worn the same panties 2-3 days. Wenn du als and you Frau ask the man to suck you, you are not being fair. Wenn du als Frau 2-3 Tage die Unterhose nicht gewechselt hast und dann verlangst du vom Mann, dass er dich ableckt unten, ist so das nicht if fair. That is what you want, make sure that you have washed down, you are neat, you are clean, the place is smelling good. Und wenn du Oralverkehr haben möchtest, dann stelle einfach sicher, dass du dich gewaschen hast, geduscht hast, sauber bist und gut riechst. Thank you very much. Vielen Dank. Can we clap for all this wisdom we are receiving? Können wir klatschen für die Weisheit, die wir da empfangen? Hallelujah. Hallelujah. No, she should sit down. Sorry, today Jeff. I am the moderator, so I choose because I know what I want us to cover. Heute bin ich der Moderator. Ich weiß, was ich heute abdecken möchte. Somebody say amen. Amen. The Bible says. Die Bibel sagt. It is better to live in a corner of the housetop. Es ist besser, in einer Ecke auf dem Dach zu wohnen, than in a house shared with a quarrelsome wife. Als ein Haus zu teilen mit einer streitsüchtigen Ehefrau. So my question here, meine Frage, and I would like Pastor Sandra to start with that answer. Und diese Frage möchte ich als erstes Pastor Sandra stellen. If a man or a woman is angry. Wenn ein Mann oder eine Frau wütend ist, and the other one come in the midst of their anger, und der andere kommt mitten in ihren Zorn hinein, and say he needs sex, und sagt, er braucht jetzt Sex. Because we have also heard in counseling, wir haben auch gehört, dass in der Seelsorge, that sex is very, very nice, Sex sehr, sehr schön sein when kann, husband and wife fight. Wenn Mann und Frau streiten. Is that godly if one say no, that he will not give sex because he's still angry, and then the anger maybe lasts for days? Is that normal? Ist das gut? Ist das von Gott, wenn der eine noch wütend ist und sagt, deshalb will er noch keinen Sex haben? Das kann vielleicht einige Tage dauern. Ist das normal? Ist das okay? A wife should know how to calm down the husband when he is angered, and vice versa. Eine Frau sollte wissen, wie sie den Mann abkühlen kann, wenn er wütend ist, und auch umgekehrt. So, to have sex, wanting sex while your partner is angry with you, Sex haben angry zu wollen, at something, Sex haben zu wollen, wenn dein Partner auf dich oder wegen etwas anderem wütend ist, I believe you yourself wouldn't enjoy it. Ich denke, das wirst du selbst nicht mal genießen können. Sex comes, you have to be prepared mentally also. Wenn Sex kommt, dann musst du auch mental darauf vorbereitet sein und emotional. So I think this, the process of trying to calm down your husband and to make him feel comfortable. Ich denke, der Prozess, dass du deinen Ehemann runterbringst und ihm auch das Gefühl gibst, dass er sich wohlfühlen kann. Or your wife, if he's angry at you, then apologize.
if you were in wrong. Oder für den Mann, dass er die Frau beschwichtigen kann, dann entschuldige dich und sag, es tut dir leid, du hast etwas falsch gemacht. If you were in wenn wrong. Du etwas falsch gemacht exactly. hast. So, then make peace. Und schließt wieder Frieden. So I believe what some people are saying, sex after quarrel is sweet, is probably after making the peace. Und ich denke, wenn es heißt, wenn es gibt Leute gibt, die sagen, dass Sex nach einem Streit etwas Schönes ist, ich denke, das bezieht sich darauf, dass man Frieden geschlossen hat und das dann versiegelt mit dem But Sex. But if you purposely try not to be calming down. Aber wenn du absichtlich nicht wieder den Frieden bekommen möchtest, Because you want to punish the other part. Weil du den anderen bestrafen As Daddy möchtest, says you have sinned. So sagt Daddy, dann hast du gesündigt. So repent. Also tue Buße. Thank you very much. Can we celebrate that? Vielen Dank. Können wir das feiern? So, Mama Rita, we are still in the same point. Noch derselbe Punkt an Mama Rita. But now we are moving towards culture. Jetzt aber bezüglich Kulturen. Is it proper, for example, you just mentioned today about people can do oral sex by licking, fingering and the rest of them. Wir haben gesagt, dass man eben Oralsex haben kann, man kann lecken, man kann mit den Fingern spielen und so. What about if two people that come from two different cultures? Wie ist das nun, wenn zwei Leute aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen? And maybe one have never really seen how their parents or have never been educated in sex and have never seen how their parents do it. All they know is the only missionary journey. And now somebody come and say, let's do all this type, and they run away out of house from shock because they don't believe that this is possible for a married Christian couple to be speaking like this. Wie ist das, wenn jetzt der eine Partner von seiner Erziehung her nicht mitbekommen hat, dass es auch andere Positionen oder Stellungen gibt als die Missionarsstimmung, Stellung, sorry, und er ist so schockiert, dass er das Haus verlässt, wenn er hört, dass man auch anders Sex haben kann, wie sollen sie damit umgehen? Als Christ, dass es auch so sein Christ, kann. As Christian. Als Christin. So, what do you advise? You know, couples like this. Was würdest du solchen Paaren, Ehepaaren raten? I believe that before you marry somebody from the other culture, you need to study what pertains to that culture. Ich denke, bevor du jemanden heiratest aus einer anderen Kultur, musst du studieren, was zur anderen Kultur dazu gehört. So that you won't have what we call the cultural shock. Damit du dann nicht einen Kulturschock erleidest. It's not just about culture. Es geht nicht nur um die Kultur. But it also has to do with the social class. Es hat auch mit der sozialen Klasse zu tun. You are going to marry somebody from a rich home, a rich family. Wenn du jemanden heiratest, der aus einem reichen Haus kommt, all her life she's known how to eat behind table. Ihr ganzes Leben hat sie an gut gedeckten Tischen gegessen. She's known how to eat with cutlery. Sie weiß, wie man mit Besteck isst. She's seen her dad tell her mom, I love you 20 times in a day. Und sie sieht 20 Mal pro Tag, wie ihr Vater der Mutter sagt, oh, ich liebe dich. If you are from the other side of the social ladder, you never saw it. You never heard your mom tell your dad, I love you. Or your dad never told your mom, I love you. For you, even hugging in public is, you know, you must learn. This is why there's something called education. Education is not just about sitting in the classroom, but education is learning what pertains to the other culture, what pertains to the other class, what pertains to the other society, what pertains to the other individual. I believe that if before you get into marriage, you learn all these things, nothing becomes strange for you in the relationship. You know you are marrying an African man. An African typical a man doesn't know how to say I love you. I mean, typically, we were not taught that way. So if you are marrying a man like that, and you want the man to be telling you 10 times a day, I love you. You must be patient with that man. Teach him. Say, listen, from where I grew up,
from where I am coming from. You know, when you say I love you, you are telling me I accept you. When you say I love you, you are telling me that you are building my confidence. When you say I love you, you are saying that I'm with you all throughout. So I believe that marriage has to do with patience. It has to do with learning. It has to do with teaching each other. Like Apostle General said, if you are going to get married, the other person is a virgin. You are not a virgin. Be patient with the other person. The fact that your former girlfriend did it this way, or your former boyfriend did it this way, doesn't mean that your partner must automatically learn or automatically be comfortable or automatically do it the same way. Also wir haben ein Beispiel, dass jetzt die Frau wirklich an immer an gut gedeckten Tischen aufgewachsen ist und mitbekommen hat, wie der Vater der Mutter 10-mal am Tag sagt, oh, ich liebe dich. Und der andere, der Mann, kommt dann zum Beispiel vom anderen Ende des sozialen Gefüges, der sozialen Leiter und hat das nie mitbekommen. Dann muss er sich zuerst damit auseinandersetzen, was das auch noch bedeuten kann. Deswegen gibt es Bildung. Bildung oder Erziehung besteht nicht nur darin, dass wir lesen und rechnen lernen, sondern dass wir lernen, dass es andere Menschen gibt, dass es andere Verhaltensweisen gibt, dass wir lernen, wie die Welt sonst noch funktionieren kann. Und es ist wichtig, dass wir auch lernen, was der andere mag. Dass wir zum Beispiel ein afrikanischer Mann, der sagt nicht automatisch der Frau 5-mal oder 10-mal am Tag, ich liebe dich. Da muss die Frau dem Mann auch sagen, was das bedeutet. Wenn du sagst, ich liebe dich, dann sagst du mir dadurch, dass ich dich wertschätze. Du sagst mir dadurch, dass ich wichtig bin, dass du alle Tage bei mir sein wirst. Du baust dadurch mein Selbstbewusstsein aus. Und dann muss die Frau aber auch Geduld haben mit dem Mann, dass der Mann auch lernen kann. Also in der Ehe ist es sehr wichtig, dass wir geduldig sind und auch die Sachen sich entwickeln lassen können. Danke. Let me just add this. If you are the man, wenn du nun der Mann bist, you are used to, I don't know how you call it here, but from where I'm coming from, we call it blowjob, where the woman is sucking the man. Oral Sex. Aha, wenn du nun aus einem Hintergrund kommst, wo Oralsex darin besteht, dass die Frau den Mann leckt. And the woman comes from the typical traditional Christian upbringing. Und die Frau ist typisch christlich aufgewachsen. And never used to it. Und das nie gemacht hat. You don't throw it at her face. Dann wirf ihr das nicht so ins Gesicht. If you don't do it, wenn du das nicht machst, I'll go out for it. Dann werde ich mir das woanders My former holen. Girlfriend used weißt to du, do it. Meine letzte Freundin, die hat mir das If gegeben. Your former girlfriend was good enough, you would have married her. Wäre deine letzte Freundin gut genug so gewesen, hättest du sie geheiratet. Also sag ihr das ja Just nicht. Be gentle. Sei einfach Let sanft. Her know it's not dirty. Lass sie wissen, dass There's das Stück wrong with it. Nicht schmutzig ist. Do it a day at a time. Let her get used to it. And let her be comfortable with it. Und lass sie das lernen. Sie soll es vielleicht einmal am Tag machen. Sie soll es lernen können, bis sie sich It's auch wohlfühlt. The other way around. Und genauso the woman umgekehrt. Is the one that wants it. Wenn die Frau das gern hätte, the woman doesn't tell the man, dann sagt die Frau dem Mann nicht, My former boyfriend used to do it. Weißt du, mein letzter Freund, so der hat das gemacht. Dann musst du das auch you machen. Must be gentle with Unbedingt. It, a day at a time. Nein, du musst das schön langsam angehen, einen Tag nach dem anderen. Thank you very much. Dankeschön. Hallelujah. Hallelujah. So this is the last point I want us to discuss in this, the last question I want us to discuss in this topic, and then we move to the next. Noch eine letzte Frage, die wir gerne besprechen möchten bezüglich diesem Unterthema, und dann gehen wir weiter. So this one goes to Apostle General. Diese Frage stelle ich Apostle General. Apostle General, what about in a situation where one of the marriage couple says that God have told them to do 40 days of fasting and prayer, and that means no show in that 40 days of fasting and prayer, and the other one said they cannot stand it for 40 days without sex, another person said, well, but God has spoken. How can they handle that situation?
Die Frage an Apostel General ist, wie ist es, wenn jetzt ein Ehepartner kommt und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll 40 Tage fasten und beten, sprich 40 Tage keinen Sex. Die andere Person kann aber sich das nicht vorstellen, 40 Tage keinen Sex zu haben. Wie soll man damit umgehen? First of all, Apostle, we need to understand that there is European culture, there is an African culture, but there is a Christian culture. Als erstes müssen wir verstehen, es gibt die afrikanische Kultur, es gibt eine europäische Kultur und es gibt die Königreichs- oder die christliche Kultur. Amen. Amen. So, the confusion is already solved if the two of you understand that anything good from your culture, bring it along. But where there's going to be a conflict, let's go the biblical and the Christian culture. Das Problem ist schon gelöst, wenn wir von unseren Kulturen her jeweils das Gute hineinbringen und da, wo es Konflikte gibt, dass wir uns dann entscheiden, wir wollen den biblischen Weg, Gottes Weg gehen. Circumcision is one of the challenges between cross-cultural marriages in Europe. Beschneidung ist ein Streitthema in gemischten Kulturen, Ehen von Afrika und Europa zusammen. It should not be. Sollte nicht so sein. If you decide to employ the word of God. Wenn du einfach das Wort Gottes umsetzen willst. Problem solved. Problem gelöst. Now here's what Apostle Paul says we should do. Folgendes hat Apostel Paulus gesagt, dass wir es tun sollen. Now in chapter 13 of 1 Corinthians. Im Kapitel 13 vom 1. Korintherbrief. He says. Sagt er. Love is patient. Die Liebe ist langmütig. Love is kind. Die Liebe ist gütig. 13 verse 4. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. 1. Korinther 13 Vers 4. Love is patient. And Mama Rita has just spoken about the patience. So if you are patient, your marriage is on a good footing. Mama Rita hat auch gerade über Langmut, über Geduld gesprochen. Wenn du Geduld hast in deiner Ehe, dann hast du ein gutes Fundament. Love is kind. Die Liebe ist freundlich oder gütig. If couples who show kindness to one another, marriage problems solved. Wenn in einer Ehe die beiden Partner einander Freundlichkeit erweisen, dann sind viele Probleme gelöst. Love is not jealous. Die Liebe beneidet nicht. So if the man will not jealous the woman for having a second degree and the woman will not jealous the man for buying a new car, problem solved. Wenn der Mann nicht eifersüchtig ist auf die Frau, die einen Universitätsabschluss hat, und die Frau nicht eifersüchtig ist auf den Mann, der ein neues Auto gekauft hat, ist das Problem bereits gelöst. Love is not boastful. Die Liebe gibt nicht an. And so when you are in a marriage and you don't throw things at the face of your spouse, you are always boasting the family you come from, how rich your family, how educated you are. It is me who is feeding you. You, if it was not me, you would not even come to the Euro. I was the one who brought you and today you have become a citizen. No. Love is not boastful. When you do that, you are just boasting. The marriage will not last. Wenn du jemand bist, der immer sagt, ja, weißt du, meine Familie, da wo ich herkomme, wir sind so reich, wir sind so gebildet, wir haben die besten Autos und bla bla bla, und wegen mir bist du überhaupt in die Schweiz gekommen, wegen mir hast du das, und wenn ich nicht gewesen wäre, bla bla bla, dann bläst du dich auf, du prahlst, und wenn du das in der Ehe nicht hast, dann hast du eine friedliche Ehe. Love is not proud. Die Liebe ist nicht stolz. Learn to say sorry to one another. Lernt euch beieinander zu entschuldigen. Problem solved. Problem gelöst. Love is not rude. Die Liebe ist nicht unanständig. So you don't verbally abuse and disrespect your spouse. Das heißt, du brauchst keine Worte, die deinen Partner respektlos behandeln. Problem solved. Problem gelöst. Love does not demand its own way. Die Liebe sucht nicht das ihre. This is the way we do it. So machen wir es nun mal. I'm not ready to change. Das will ich nicht verändern. There's no compromise. Kein Kompromiss. If you can't go your way, wenn du das nicht ausstehen love kannst, does not go its own way. Dann geh love halt. Compromises so that the union will be strong. Die Ehe geht nicht einfach ihren eigenen Weg. Die Liebe geht nicht einfach ihren eigenen Weg. Die Liebe geht Kompromisse ein, dass die Einheit stark sein kann. Love is not irritable. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. In other words, love does not get your partner angry. Das heißt, die Liebe bringt den anderen nicht zum Zorn. Your spouse wants you to brush your teeth morning and evening, and you are refusing to do it, and you are irritating him. Why do you want to do that?
Dein Partner möchte, dass du am Morgen und am Abend deine Zähne putzt. Du willst es nicht tun und du nervst ihn damit. Du machst ihn wütend. Deswegen, warum machst du das? Your partner wants you to bath before you go to bed. Dein Partner, but you are refusing to bath. Dein Partner möchte, dass du duschst, bevor du ins Bett gehst, aber du willst das nicht. You are irritating your partner. Dann erbitterst oder dann love nervst du. Is not irritable. Deinen Partner, aber die Liebe macht das nicht. And love does not keep record of being wronged. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Love forgives and forgets easily. Die Liebe vergibt und vergisst schnell. Love does not rejoice about injustice. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, but rejoices when the truth wins. Sondern freut sich an der Wahrheit. Love never gives up. Die Liebe gibt nie auf. Love believes. Die Liebe glaubt. Love does not lose faith. Die Liebe gibt die Hoffnung nicht auf. Love is always hopeful. Sie gibt den Glauben nicht auf. When you are in a marriage, you must be hopeful that it will be well. Your husband will change. Your wife will change. If only I can help him. If only I can help her. Love is hopeful. In der Ehe solltest du diese Hoffnung haben. Er wird sich verändern. Es kommt gut. Wir bleiben dran. Es kommt finally, gut. Die Liebe hofft alles. Finally, Apostle Paul says, love endures through circumstances. Und zum Schluss sagt der Apostel Paulus, die Liebe erduldet alles. In other words, when you are in a marriage, you are in the battles together. Your husband's battles are your battles. Your wife's battles are your battles. Your wife's challenges are your challenges. You are in this together. Love does never, love endures through every circumstance. Wenn du verheiratet bist, das sind die Kämpfe oder die Probleme, die Schwierigkeiten von deinem Ehemann, deine Probleme. Dann sind die Probleme von deiner Ehefrau, deine Probleme. Die Ehe, die Erduld, die Liebe erduldet alles. Ihr seid zusammen in den Kämpfen. Apostel John. If we put our cultures aside, wenn wir unsere and we embrace this culture, show me any marriage that will not be successful. Wenn wir unsere eigenen Kulturen beiseite legen und diese Kultur anwenden, dann zeige mir die Ehe, die nicht erfolgreich ist. This is how my wife and I have come 38 years. So haben meine Frau und ich bisher schon 38 it Jahre. It is possible you can do it. Und auch du kannst das schaffen. Have I answered the question? Ist die yes, Frage damit beantwortet? My main focus was more about the denying of the sex when it has to do with spiritual things. Oh, okay. You know, because I was asking about it, because 40 days is a long day. Mm-hmm. It's a long time for one not to have sex. Yeah. Meine Frage bezog sich mehr auch noch auf den geistlichen Aspekt, wenn das ein Grund ist, dass jemand dem anderen den Sex verweigern will, weil 40 Tage, das ist eine lange Zeit. And maybe one party is saying, the God that spoke to you, to do that 40 days, didn't speak to me. Yeah. Und die eine Partei sagt dann vielleicht, der Gott, der dir das gesagt hat, hat mir das aber nicht gesagt. Apostle, let's go to the Bible culture. Wir gehen wieder in die Bibelkultur. 1 Corinthians chapter 7, verse number 3. 1. Korinther 7, Vers 3. The husband should fulfill his wife's sexual needs. Der Mann soll der Frau die sexuellen Lüste oder Bedürfnisse erfüllen. And the wife should fulfill her husband's needs. Und die Frau soll die Bedürfnisse des Mannes erfüllen. So when you refuse to fulfill these needs, you have committed sin, as Mama Rita said. Wenn du diese Bedürfnisse nicht erfüllen willst, dann hast du Sünde begangen. Then even when you are in the Holy Ghost. Auch im Heiligen Geist. We are coming there. Im Fasten. We are coming there. Then Apostle Paul says, the wife must give her authority of the body to the husband. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. And the husband must give the authority of his body to the woman. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Mama Frau. Rita addressed it. Mama Rita hat's schon then gesagt. Apostle Paul goes verse 5. Dann geht Apostel Paulus in Vers 5. Do not deprive each other of sexual relation unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a period of time of fasting. Agreed. Agreed. Entzieht euch einander nicht außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und Gebet widmen könnt. Nach so, Übereinkunft. So, if the woman is going to embark on the fast, also wenn die Frau nun ein Fasten machen she will, must tell the husband, muss sie dem Ehemann sagen, we are on a fast for the next 21 days. Wir machen jetzt die nächsten 21 Tage ein Fasten. I am praying for both you and the family and the children. Ich bete für dich, für die Familie, für die Kinder. So I'm asking your permission. So that we abstain from sexual,
relation during this period. Und so möchte ich dich um Erlaubnis bitten, dass wir während dieser Zeit auch keinen Geschlechtsverkehr haben. If God has blessed you with a godly man, and so yeah, fine, it's good with me. Go ahead and pray for all of us. You have won. But if the man says 21 days, I'll be too hungry now. It's too much. Wenn Gott dich mit einem gottesfürchtigen Mann gesegnet hat und er sagt, ja, ist okay, diese 21 Tage, mach das, ist gut, ich stehe hinter dir, dann ist gut. Wenn aber nicht und der Mann sagt, was, 21 Tage, das ist viel zu lang, da verhungere ich. You must know that there's no agreement there. Dann siehst du, da stimmt so die Übereinstimmung nicht. Also erzwing das nicht. What you do is that Christians, our fasting begins at 12 midnight. Und was wir Christen tun, wir beginnen oft um Mitternacht mit dem Fasten. Till you break at 6. Und dann um 18 Uhr brechen wir. That is if you are doing 6 to 6 fasting. Das ist dann das sogenannte 6 von 6 bis 6 Fasten. But if you are going through 3 days dry with only water, that's another area altogether. Wenn wir 3 Tage durchfasten einfach nur mit Wasser, das ist dann etwas anderes. But if your fast you are breaking at 6 or 7 or 8 p.m. after church. Aber wenn du dein Fasten nach dem Gottesdienst jeweils brichst am Abend um 6, 7, 8 Uhr, the 4 hours in front of you before 12 midnight, you can eat, you can drink, you can have the sex, just to satisfy your husband because he's not in agreement with you. So just do it, and then 12 midnight, you continue your fast. What will be worrying if your husband decides to wake you up at 4 a.m.? Then that one, beg him, honey, I love you. We've started the fast, 12 midnight. Can you control yourself until I break? And if he says no, I don't have an answer. I let Pastor Paul, Apostle Paul, you answer that to yourself. I'm done. I don't have any answer yet. Also. Wenn die Übereinstimmung nicht da ist, wenn Mann und Frau sich nicht einig sind und die Frau das Fasten machen möchte und dann jeweils am Abend das Fasten bricht um 6, 7, 8 Uhr und dann um Mitternacht wieder mit dem Fasten beginnt dann und am Abend aber auch isst und trinkt, dann ist das Zeitfenster, diese 4 Stunden zum Beispiel, auch ein Zeitfenster, wo sie dem Mann den Geschlechtsverkehr bieten kann, wenn er Sex haben will. Wenn es nun aber so ist, dass der Mann dann nachts um 4 kommt, wo das Fasten eigentlich wieder begonnen hätte und seinen Sex haben möchte, dann gebe ich die Frage zurück an Apostel John. Okay, so we are, Mommy, I want to add one more to what you will say. Okay. Let me add one more for you, so that you can answer all at the same time. Ich gebe noch eine Frage dazu, dann kannst du nachher beide Fragen beantworten. What about if the opposite is the case? Let's say the man is the one that wanted to do the 40 days of fasting and prayer. Und jetzt drehen wir die Geschichte um, wenn der Mann nun die 40 Tage fasten und beten möchte. And the woman said he doesn't agree. Und die Frau sagt, sie ist damit nicht einverstanden. And then the man pulled out Ephesians 5:22. Und dann kommt der Mann mit Epheser 5:22. And said that wife submit to your own husband. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. As to the Lord. Als dem Herrn. And he used that scripture to say, I am overruling your feeling. I will go my 40 days. Okay. Is that correct? And yes, I will not sleep. So er sagt dann, ich bin da stärker mit diesem Bibelvers als deine Gefühle und ich werde dich diese 40 Tage nicht anrühren. Are you guys happy that we are asking these kind of questions? Seid ihr auch dankbar, dass wir solche Fragen stellen? So the men are always quick. Die Männer sind sehr schnell in quoting the scripture. Und zitieren ganz gern diese Bibelstelle. But beneath it, aber Achtung, unten, when you go further, wenn du ein bisschen weiter liest, the Bible says that submit to one another. Heißt es, ordnet euch einander unter. No, after that one, we haven't seen that one. Und Apostel General sagt, das haben wir nicht gesehen. So weit lesen wir nicht. So, if you want to quote me scripture, I would also quote you scripture. Wenn du mir diese Bibelstelle zitierst, dann zitiere ich dir den Rest der Bibelstelle. Husbands, love your wife. So, she can also quote you. So, the woman can also quote die Frau verse kann 21. Die Frau kann and say, husbands, love your wife. If you love me, you won't deprive me of 40 days of sex.
Die Frau kann auch sagen, in der Bibel steht genauso auch, dass du deine Frau lieben musst und du kannst mir also so den Sex nicht vorenthalten. Unless she agrees. Außer die Frau ist damit einverstanden. And the scripture Apostle General read in 1 Corinthians 7. Und die Bibelstelle, die Apostel General gelesen hat, in 1. Korinther Vers, Kapitel 7. The verse 5b. Vers 5, der zweite Teil. It says, after you have agreed for a short while. Und jetzt habt euch eine Zeit lang seid ihr übereingekommen. Come together again. Kommt wieder zusammen. So that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Damit euch der Satan nicht versucht um eurer Unenthaltsamkeit willen. So if your wife doesn't have self-control, wenn deine Frau keine Selbstkontrolle hat, don't go and tempt her by going 40 days fasting. Wenn sie sich nicht enthalten kann, dann versuche sie nicht, indem du sagst, du machst 40 Tage Fasten. I don't believe that the 40 days fasting you are doing dry fasting. Und ich nehme jetzt mal nicht an, dass du 40 Tage trocken fastest. You are breaking to drink water. Du wirst das Fasten brechen und trinken. You are breaking to drink milk. Du wirst Milch oder Wasser trinken. You are breaking to eat. Und du brichst das Fasten auch mal, um was zu essen. So if you are breaking to eat, wenn du isst, then you can break to have sex. Wenn du das Fasten brechen kannst, um zu essen, kannst du es auch brechen Permission. Und Sex haben. That's before 12 midnight. Vor Mitternacht. Das ist dann zwischen dem Fastenbrechen und Mitternacht. Thank you very much. Can we celebrate Mom? Lass uns die Mama feiern. We want to quickly move to another topic. Wir möchten nun das Thema wechseln. This topic is very, very interesting. Und das Thema ist sehr spannend. How many of you know that is very interesting? Wie viele von euch wissen, dass es sehr, sehr spannend ist? Yes, because these are topics normally we don't discuss in the church. Weil das sind Themen, die allzu oft nicht in der Gemeinde, in der Kirche besprochen werden. We also don't preach it. Wir predigen nicht darüber. Because when you start preaching it, everybody is looking down. Weil wenn man anfängt darüber zu predigen, dann schauen alle beschämt nach unten. No, so we don't touch it. Wir berühren das lieber nicht. So it's good that we can discuss it as the church. Und so ist das gut, dass wir das auch aus, dann werden wir das außerhalb der Gemeinde But besprechen. If you are not married here, wenn du hier bist und nicht verheiratet don't bist, forget, vergiss bitte this nicht, is a lesson das ist eine Lektion for you, für dich, so that when you get married, dass wenn du heiratest, you can enjoy your marriage. Du dann deine Ehe richtig genießen kannst. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. And everything we are discussing here, und alles, was wir hier besprechen, it apply only within the marriage. Das ist nur für innerhalb der Ehe. You don't try them outside the marriage. Das ist nicht gedacht, dass man das außerhalb der Ehe probiert. And then if you already married, wenn du schon verheiratet bist, and you are very old, und schon sehr alt you bist, cannot practice some of the things we are saying, und manche von den Dingen, die wir sagen, nicht mehr ausüben kannst, don't feel bad. Dann fühl dich nicht schlecht. Just know that your time is gone. Wisse einfach, dass du zu spät dran bist. There is a riot. Ein Aufstand. Amen. Amen. You know, we are just spicing the discussion. For the older people, nur die Unterhaltung. For the older people, für die Älteren unter uns, get used to embracing each other. Gewöhnt euch daran, einander richtig zu umarmen. When you go to bed, get used to holding yourselves tight. Wenn ihr ins Bett geht, gewöhnt euch schon mal daran, einander richtig zu festzuhalten. According to medical teachings, gemäß Gesundheitslehre, the touch and the embrace and holding yourselves are all medical therapy. Ist Berührung, Umarmung, körperliche Nähe ist bereits Therapie. It brings emotional stability. Bringt emotionale Stabilität. And then don't forget, und vergiss nicht, if you are a man and you are old enough, wash your fingers, cut your nails and then make sure your wife is happy. Und vergiss nicht, wenn du ein Mann bist und du noch im Alter bist, wasch deine Hände gut, schneide, feile deine Fingernägel und stelle deine Frau zufrieden. If you want to kiss her, wenn du sie küssen willst, brush your teeth. Bitte putz dir die Zähne. If you still have. Falls du noch Zähne hast.
If you don't have your teeth, wenn du keine Zähne mehr hast, you don't need to brush. You use mouthwash. Ah! Dann musst du dir nicht mehr die Zähne putzen. Dann mach einfach eine gute Mundspülung. We are just making sure we are covering everybody. Wir wollen einfach für alle etwas dabei haben. Hallelujah. Hallelujah. Now let's take and. She's so happy. That woman is so happy. What the hugging and the touch does. Is that it actually prolongs your life. Und auch noch long life. Berührung, Umarmung, das verlängert auch das Leben, das ist wirklich lebensverlängernd. Thank you very much. Vielen Dank. Now before we go further, let's take a question. Bevor wir weitergehen, eine Frage. Go ahead, Markus. Thank you, Mommy and Daddy, for your honesty and for your clear words. My question is this, if saying the couple agree to do fasting and prayer, maybe it has been initiated by one side of the partnership and the other one agreed. And then one of both sides, maybe the one that initiated it, gets tempted and would like to break the fasting and have sexual intercourse. Should the other side of the partnership stay strong, or should the other side allow the sexual intercourse? Vielen Dank, Mami Daddy, für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit, für die Informationen, die ihr uns weitergebt. Ich habe eine Frage dazu, wenn jetzt unter Übereinstimmung ein längeres Fasten begonnen wird und dann der eine Partner schwach wird, versucht wird und doch gerne Geschlechtsverkehr hätte, was sollte dann der andere Partner machen? Sollte der dann stark bleiben und sagen nein oder sollte er mitmachen? So, in every relationship, one person is of a weaker version. So where both of you agreed. In jeder Beziehung ist einer der Schwächere. Und wenn es etwas gibt, wo ihr euch eins gemacht habt, wo ihr einverstanden seid miteinander. That we are fasting for 21 days. Wir fasten jetzt 21 Tage. Remember, we said you can, once you can break with food, you can also break with sex. Wie gesagt, wenn wir sagen, wir können das Fasten brechen zum Essen, können wir auch brechen zum Sex haben in dieser But Zeit. Within the period of the fast, for instance, 12 midnight to 6 p.m., within that period. Aber während der Zeitspanne des Fastens, also von Mitternacht bis um 6 Uhr abends, if one person wenn der eine really wants it, unbedingt Sex haben the will, stronger one would have to encourage the weaker one. Dann muss der Stärkere den Schwächeren ermutigen. Don't worry. Keine Sorge. 6 o'clock will come. 6 Uhr kommt. I'll be all yours. 6 Uhr kommt, dann bin ich From dein. 6 p.m. Von 6 Uhr abends to 12 bis um Mitternacht. You have 6 hours. Das sind sechs to have sechs as Stunden. Many rounds as you want. Da kannst du so oft wie du willst. Thank you very much. Vielen Dank. According to the Bible, gemäß der Bibel, in Acts chapter 5, Apostelgeschichte 5, we read of the story of Ananias and Sapphira. Lesen wir die Geschichte von Ananias und Sapphira. Where both of them fall into a financial problem. Beide haben sich ein finanzielles Problem gemacht. Because they agree together. Sie haben beide waren sie einverstanden damit. To kind of deceived the apostle. Die Apostel auf eine Art zu betrügen. And take the money that they have sold of their own land. Und sie wollten das Geld, das sie bekommen haben vom Verkauf ihres Landes. And give part of it and keep part of it. Und einen Teil von dem Geld behalten und nur einen Teil den Aposteln geben wollen. Here my question goes to Apostle General. Meine Frage ist nun an Apostel General. When is it that a woman or a man can be able to start standing in their own word against their husband, because we have been hearing about agreement. Wann kann es sein, dass ein Mann oder eine Frau mit seinem Wort gegen den go against the other partner because they don't agree the way they are managing the finances?
dass er mit seinem Wort gegen die andere Person ankommen kann, weil er nicht einverstanden ist mit der Art und Weise, wie die andere Person mit dem Geld umgeht, weil er nicht einverstanden ist. Without them still disobeying their marriage covenant. Ohne in alledem, ohne dem Ehebündnis nicht treu zu sein. Yes, thank you very much, Apostle. So we agree that there must be an agreement between couples if the union must travel for years. Wir haben verstanden, dass zwischen den beiden Seiten eine Einheit, eine Übereinstimmung sein muss, wenn diese Ehe Jahre halten soll. So the agreement we are talking about here is agreement as regard to sexual relationship. Die Übereinstimmung, von der wir bereits gesprochen haben, war die Übereinstimmung bezüglich der sexuellen Sexbeziehung. But there comes a time when the subject matter borders on your salvation and you're going to heaven. Aber dann gibt es dann auch Themen, die dann darin dahin grenzen, ob du in den Himmel kommst. For example, zum Beispiel, the man started coming to church. Der Mann fing an, in die Kirche zu kommen. Singing in the choir. Singt im Worship. And then marries you. Und heiratet dich. In church. In der Kirche. On the altar. Auf dem Altar. 1 year, 2 years down the line. Ein, zwei Jahre vergehen. He says, you know what? I don't believe in your God anymore. Dann sagt er, weißt du was? Ich glaube nicht mehr an deinen Gott. I don't believe this prayer, worship, you know, nonsense. I don't believe them diese anymore. Diese Beterei, Anbeterei, diesen Schwachsinn, das glaube ich alles nicht mehr. So I am not going to church. Ich gehe nicht mehr in die Kirche. Here is a typical example where the other spouse must stand on his feet and on her feet and say, my salvation, you cannot toy with it. If you don't want to go to church, I will go to church. But if you dare stop me, then you know it's over. Because your salvation is on the line. So you don't sacrifice your salvation for earthly marriage, which will die here anyway. This is very hard, eh? That is why when you are going to marry, you have to pray well and make sure that you choose a person who will not, after 2, 3, 5 years, say to you, I don't believe in your Jesus anymore. I don't believe in speaking in tongues anymore. I don't believe in tithing anymore. I don't believe in first fruit anymore. You avoid that. But should that crop up, put your foot down, maintain your relationship with God, and maintain your salvation. If for this reason he is going to divorce you, let him go. God will give you another one. Wenn es so kommt, did I say let him go? Let him or let her go? Wenn es so weit kommt, dass dann er oder sie das Gefühl hat, nein, ich glaube nicht mehr an deinen Gott, ich glaube nicht mehr an das ganze Beten. Excuse me, if you miss something, let me come in, okay? I forgot about you, sorry about that. Ich glaube nicht mehr an diese ganze Anbeterei, an diese Kirche und an deinen Gott, ich will das nicht mehr. Dann ist es an dir zu sagen, wenn du noch in die Kirche gehen willst, dass du dann auf die Hinterbeine stehst und sagst, wenn du nicht mehr kommen willst, ist es mir egal, ob wir nun einverstanden sind bezüglich diesem Punkt oder nicht. Ich gehe in die Kirche und wehe, du wagst es, mich davon abzuhalten, dann ist Schluss. Und wenn dein Partner das nicht akzeptiert, dann musst du es in den Kauf nehmen, dass die Ehe auch in eine Scheidung endet, weil du kannst nicht dein Seelenheil, dass du in den Himmel gehst, deine Errettung kannst du nicht eintauschen gegen eine irdische, menschliche Ehe, die sowieso mit dem Tod früher oder später zu Ende geht. So add to that point, noch darüber hinaus, what about in the situation whereby you, before you get married, wie ist es denn, wenn du, bevor du heiratest, you are a seed sower, du bist jemand, der sät, and you have gotten the test of it and you have gotten the result of it. Du hast das probiert und hast auch die entsprechenden Resultate. And now you get married. Nun heiratest du. And your partner does not believe in sowing seed in the kingdom. Und dein Partner glaubt aber nicht daran, Samen zu säen ins Königreich. Und jedes Mal, wenn du Samen säen willst, dann hast du Krieg im Haus. And when you don't sow the seed, there is still war because things are not going well. Heaven is not open over the family, over the marriage. Und dann, wenn du die Samen dennoch säst, dann funktioniert's aber nicht. Der Himmel geht nicht auf über deiner Familie. Der Familie geht's trotzdem nicht gut. Is it then? Is that
proper that you can still sow a seed when the money is your own without informing the other partner and do it secretly. Yes. Ist es dann okay, dass du dennoch weiterhin die Saat gibst und das im Geheimen auch tust, ohne deinen Partner zu informieren darüber oder nicht? So, number one, those of you who are about to enter into marriage, when you are about to enter, these are things you must discuss openly and agree and make sure that it's on the table. Die unter euch, die noch heiraten werden, es ist ganz wichtig, dass ihr diese Themen im Vorfeld besprecht und klärt und dass ihr das in Ordnung bringt, bevor ihr heiratet. I believe in tithing. Ich glaube daran, Zehnten zu geben. In first fruit. Ich glaube daran, die erste Frucht zu geben. Ich glaube ans Gebet. Fasting. Ich glaube ans Fasten. Do you still want to marry me? Willst du mich immer noch heiraten? Oh yes, it's an agreement. Ja, dann sind wir damit eins. If he starts denigrating on his on this agreement, he is not a gentleman and she's not a lady. Und wenn er damit nicht einverstanden ist, dann ist er nicht dein Mann oder dann ist sie nicht deine Frau. Dann ist die Übereinstimmung nicht da. Dann ist er kein Gentleman. Yes. And then if the woman is the one opposing, then she's not a lady. Und wenn die Frau da nicht einverstanden ist, dann ist sie keine richtige Because Frau. There was something you agreed before you married. Why is she now or why is he now disagreeing? Weil wenn sie das vorher gesagt hat, bevor ihr geheiratet habt und jetzt aber trotzdem nicht mehr damit einverstanden ist, dann ist es nicht die richtige, dann ist die Person nicht echt. Warum hat sie dann vorher ja gesagt dazu? However, as Jedoch, Apostle John Sego is saying, so wie Apostel John Sego sagt, if now you have gone into the marriage, wenn du nun in der Ehe bist, you have three children, ihr habt drei Kinder, then he or she starts misbehaving. Und dann fängt er oder sie an, sich schlecht zu benehmen, when you are paying your fight, wenn du deinen Zehnten gibst, when you are going to give first fruit, wenn du die Erstlingsfrucht when gibst, you are going to church, wenn du in die Kirche gehst. Number one, erstens, you need to do it very wisely and very discreetly. Da musst du das sehr weise und sehr diskret tun. If it means that you have to hide it from him or her just so that you can stay in your relationship with God and make sure that your salvation is maintained, do it. We don't call this one lying. We call it wisdom. Das nennen wir because the man doesn't understand anything and you don't want quarrels in front of the children. So whatever you can do to make sure that there's peace at home, just do it. If you have to do it secretly without him knowing, do it. Wenn du es dann im Geheimen tun musst, ohne dass dein Mann es sieht oder deine Frau es sieht, damit ihr Frieden habt zu Hause und damit ihr keine Streitereien zu Hause habt, wenn es wichtig ist für deine Beziehung mit Gott, wenn es wichtig ist, dass du dein Seelenheil aufrechterhalten kannst, dann tu es im Geheimen. A certain young man came to marry one of my spiritual daughters. Es gab einen jungen Mann, der kam und heiratete eine meiner geistlichen Töchter. And when the young man came, he was quoting a lot of scriptures, so we all believed that he was born again, spirit filled. Der junge Mann kam, hat 1000 Bibelstellen zitiert. Wir haben alle geglaubt, dass er wiedergeboren sei und ein geisterfüllter Christ. Not knowing he was a chameleon wearing Christian clothing. Wir wussten aber nicht, dass er ein Chamäleon war, der sich gerade als Christ gekleidet hatte. Then they relocated to United States of America. Dann sind sie in die USA, gezogen. And the lady starts working. Die Frau fing an zu arbeiten. And so she told the man, dann sagte sie dem Mann, I want to pay my tithe first, because that's what I have learned from Accra, Ghana, throughout when I was born into Royal House Chapel. That's what I've been taught. So I want to pay my tithe first. Die Frau hat dann gesagt, ich möchte zuerst meinen Zehnten bezahlen. Ich habe das so gelernt, die ganze Zeit, wo ich aufgewachsen bin in der Royal House Chapel in Accra, in Ghana, das habe ich so gelernt. The man said, well, this is not Ghana, this is America. Dann sagte man, aber das ist nicht Ghana, das ist Amerika. The atmosphere and environment are different. Weißt du, die Atmosphäre, die ganze Umgebung, das ist anders hier. Here in America, dollar is power. Hier in Amerika, Dollar ist Kraft. So you can't bring this nonsense here. Geld ist Macht, also bring diesen Blödsinn nicht hierhin. He stopped the woman from paying first fruit. Die Frau durfte keine Erstlingsfrucht mehr bezahlen. On her first salary. Ihren ersten Lohn durfte sie nicht mehr geben. Second month, he prevented the woman from paying fight on her second salary. Im zweiten Monat durfte sie keinen Zehnten zahlen von ihrem zweiten Lohn. Third month, im dritten Monat he did the same thing. Hat er das Gleiche getan. But the fourth month, im vierten Monat he was dead. War er tot. So, somebody say, wow, it's not wow matter. Yes. Jemand sagt, wow. He's a young man. He died very early.
strangely. Ein junger Mann, sehr komisch, wie er gestorben ist, merkwürdig. So basically, for most of you that are asking what happened. Die unter euch, die sich fragen, was ist da passiert? Spiritual coverage. Geistliche Abdeckung. Is also activated, or the covenant is also activated and renewed through those tithes, those first fruit, those seed that we are sowing in the kingdom. Der geistliche Bund, der wird auch erneuert und am Leben erhalten durch die Saaten, durch die Samen, durch diese Opfergaben, die wir ins Königreich säen. So if the enemy can stop you from doing that, wenn der Feind dich davon abhalten kann, dass du das nicht mehr tust, he has also gotten you. Dann hat er dich erwischt. More especially, ganz besonders, if it is something you have practiced for a very long time, wenn das etwas ist, was du schon sehr lange getan hast, for a very long time, lange, and it has become part and parcel of your life, und dass das dir in Fleisch und Blut übergegangen. When the enemies try to stop you, wenn der Feind versucht, dich aufzuhalten, dann ist das gefährlich. The same with fasting. Genauso ist es beim Fasten. The same with prayer. Genauso ist es beim Beten. Salvation. Die Errettung. Yes, going to church. In die Kirche gehen. They are all the same. Das gehört if alles the enemy zusammen. Can pull you out of those things, wenn der Feind dich da rausbringen kann, because he knows it's your strength, weil er weiß, deine Kraft kommt it's von your daher. Weapon. Deine Waffe liegt darin. He has gotten you. Dann hat er dich erwischt. So that's the point he's trying to das make. Ist der Punkt, den er Now we want to stay on that because there are some things we still need to exhaust. Wir möchten doch yes. das noch mehr besprechen. Nobody weil standing es gibt da einiges, was wir noch behandeln möchten unter diesem Thema. Okay, so let's get the question. Und zuerst noch eine Frage. Also jetzt auch bezogen auf Finanzen, wenn man Familie im Ausland hat und jetzt der Partner nicht damit einverstanden ist, dass man der Familie unterstützt, wie soll man da umgehen? Soll man das auch im Versteckten machen? Also concerning the topic of finances, if you yourself have family abroad and you would actually like to send money to support them, but your partner does not agree with that, should you also then do it just secretly or how should you deal about that? So normally, another thing I teach. Was ich auch lehre normalerweise. When it comes to finances in marriage. Wenn es um Finanzen in der Ehe geht. We believe in financial oneness. Wir glauben an finanzielle Einheit. But then, we also believe in having like a project account. Aber wir glauben dann auch daran, dass wir ein Projektkonto haben. Where you decide how much you want to bring and how much I want to bring. Und wir entscheiden uns, wie viel du und wie viel ich dazu beitragen. So we can decide we are bringing 50% and I'm bringing 50%. Zum Beispiel bringe ich 50% und du bringst 50%. But normally I teach the one who has the highest salary. So if I have the highest salary, I am allowed to bring 60% of my income, he brings 40% of his income, or he brings 60% of income and I bring 40% of my income. Oder wenn jetzt einer deutlich mehr Lohn hat als den anderen, dann sagen wir, dass der mehr Lohn hat, gibt 60% da hinein und der andere gibt 40%. So that amount is for the two of us. Und dieser Betrag, der ist dann für uns beide. We decide what the money must be used for. Für das, was das Geld gebraucht werden soll. The money can be used for housekeeping. Wir entscheiden, ist es für den Haushalt, mortgage, für vielleicht eine Hypothek, electricity, water, Strom, Wasser, for school fees, Schulgebühren, the children, whatever. Kinder, was sie sonst noch brauchen. So then if I gave 60%, wenn ich nun 60% da hineingegeben habe, and that 60% is for the two of us, und diese 60% für uns zwei what sind, is left is 40%. Dann sind noch 40% übrig. That 40% is mine. Und diese 40% sind für mich. What I use it for is not your business. Und was ich mit dem mache, das geht dich nichts an. So that 40% can be the one I am sending back home to my parents. Diese 40% sende ich vielleicht ganz alles nach Hause zu meinen Eltern. For my nails, vielleicht für meine Nägel. For my hair, meine Haare. If I want to go for a shopping spree. Vielleicht will ich shoppen gehen. And I've discovered that when it's worked out that way,
there's peace, there's never a quarrel. Und ich habe entdeckt, dass wenn man das so angeht, dann ist Frieden da und es herrscht kein Streit. The problem is when I am bringing 100% and he is also bringing 100%. Das Problem ist, wenn er und ich beide jeweils 100% ins gemeinsame Konto tun. Then the dispersion of that whole money becomes a problem. Dann wird die Aufteilung von diesem ganzen Geld kann zu einem Problem werden. Because the truth is that between the man and the woman, we are never the same. We are different. Weil es ist nun einfach mal so, dass Mann und Frau nie gleich sein werden. Wir sind unterschiedlich. The man wants to buy a car. Der Mann will ein Auto kaufen. I don't want a car. Ich will kein Auto. I want to change my curtains. Ich möchte neue Vorhänge. I want to change our bed. Oder ein neues Bett. I want to buy more flowers. Ich möchte vielleicht mehr Blumen. That is my decision. Das ist meine Entscheidung. So you as part of the counseling. Das gehört auch zur Seelsorge. During the counseling we decide, oder zu den Beratungen. Und da wird entschieden, out 50% each? Bringt jeder 50% or hinein. We are bringing 60-40, depending on whose salary is higher. Oder 60 und 40, je nachdem, wer mehr or Lohn 70-30. Hat. Oder 70-30. Or it must be an agreement. Auch da wieder, es geht um die Abmachung. Was machen wir zusammen ab? So whatever is left for me und, is mine. Und okay, das, was noch übrig ist, das ist dann meins, das ist mein Taschengeld. And that is what I use for everything, my nails, my lipstick, my everything. Und das brauche ich dann für alles, was ich will, für meine Nägel, für meinen Lippenstift und all das. In that case, so the account that he's talking about, we call it joint account. Das Konto, das nennen wir das gemeinsame Konto. That joint account is for keeping the house. Das ist für das Haus, für die Familie. And pay the house bills. Die Hausrechnungen. Nobody uses it for nails. Das braucht keiner für seine Nägel. Praise God. And so on. The women are not clapping for me. Die Frauen klatschen gar nicht für mich. So the 40% that is left for you. Die 40%, die dann für dich noch zurückbleiben. Or the 30% that is left for you. Oder 30%, die du noch hast. You can pay your tithe from it. Von dem zahlst du dann den Zehnten. You can send some to your parents. Du kannst etwas deinen Eltern schicken. The man should not bother you. Das soll der Mann dich in Ruhe lassen. But if in the midst of your personal money he's still bothering you. Aber wenn er dir immer noch Probleme macht, was du mit deinem persönlichen Geld machst, dann wende dich an Apostel John. A lot of work. Viel Arbeit. So that means, if we understand it correctly, haben wir das richtig verstanden? So that means that the tithe can be paid based on agreement in the general income. Yes. Das heißt, so wie es abgemacht wird, wird dann der Zehnte bezahlt auf das Gesamteinkommen. But in the case where there is no agreement, aber wo es keine Übereinstimmung gibt, then you can take from your own pocket money, dann kannst du von deinem Taschengeld, das Geld, was du noch übrig hast, von dem kannst du dann trotzdem den Zehnten zahlen. Apostle, in that case, if I come to church, und in dem Fall, wenn ich in die Kirche komme, and a man of God comes, und es kommt ein Mann Gottes, and the Holy Ghost touches the man of God, und der Heilige Geist berührt diesen Mann and Gottes, says the Lord is asking me, und sagt der Herr bittet that mich, everybody oder sagt, give 1,000 Swiss francs, alle sollen 1,000 Franken geben. That man, when I get up, wenn ich aufstehe, is based on my 50%. Das sind dann meine 50%. My spouse can't be angry because I got up. Und da kann mein Mann nicht wütend werden auf mich, weil ich aufgestanden bin. That money is not going to be taken from the joint account. Dieses Geld wird nicht vom gemeinsamen Konto genommen, sondern von meinem Teil. Unless in the situation where you don't have that 1,000 as your own. Du hast diese 1,000 nicht auf deinem Konto. Then you will need to wait and consult your spouse before making that pledge. Dann musst du warten und mit deinem Mann besprechen, bevor du dieses Geldversprechen annehmen kannst. Now I want to move a little bit towards another point, but connecting with finances. Jetzt möchte ich mich ein bisschen in eine andere Richtung bewegen, aber es hat immer noch mit Finanzen zu tun. Because that's a really big one. Weil das ist ein ganz großes Thema. When is the point where you can say goodbye to the marriage because of violence? Wo ist der Punkt, wo wir uns von der Ehe verabschieden können wegen Gewalt? More especially, ganz besonders, if you are suffering whether any kind of violence in the marriage, or maybe even is the one that is coming because maybe one is working
and the other one is not working, and the one that is bringing the money in feel it has the upper power to bully you, kick you around, and do whatever he like to do with you, when is the time for you to check out of the marriage? Wann kommt der Punkt, wo ist der Punkt, wo du sagen kannst, ich verabschiede mich aus dieser Ehe ist für mich fertig, zu Ende, ganz besonders, wenn nur einer der Partner arbeitet, der andere arbeitet nicht, und der, der das Geld nach Hause bringt, hat das Gefühl, er hat die Überhand, und wenn er nach Hause kommt, dann musst du nach seiner Pfeife tanzen, er kann dich schlecht behandeln und tun, was er will mit dir. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, ich verabschiede mich? Or is it not allowed because the Bible said there shall be no divorce? Oder ist es gar nicht erlaubt, weil es in der Bibel heißt, man soll sich nicht scheiden lassen? Is it good that you die in that marriage and your... Ist es denn besser, in dieser Ehe zu sterben? Oder wie? So, I mentioned several abuses. Ich habe verschiedene Arten von Missbrauch erwähnt. Physical abuse. Körperlicher Missbrauch. Verbal abuse. Verbaler Missbrauch. Emotional abuse. Emotionaler Missbrauch. Sexual abuse. Sexueller Missbrauch. And then economic abuse. Und der wirtschaftliche Missbrauch. Apart from the physical abuse, abgesehen vom physischen körperlichen Missbrauch, all the other abuses, you can go for counseling. Für all die anderen Arten von Missbrauch kannst du Beratung in Anspruch nehmen. Sometimes the man is abusing you emotionally and doesn't even know that he's abusing you emotionally. Es kann sein, dass der Ehemann dich emotional missbraucht, aber er merkt es gar nicht. He's abusing you verbally and he doesn't know. Er missbraucht dich vielleicht verbal und weiß es gar nicht. Why? Because in his home it was normal. Warum? Vielleicht war das bei ihm zu Hause ganz normal. He saw his father abusing the mother all the time. Er sah, or saw the mother abusing the father all the time. Er hat immer gesehen, wie der Vater zu Hause die Mutter missbraucht hat oder die Mutter den Vater missbraucht hat. So for him it is normal. Darum ist es für ihn normal. I believe that counseling could work. Und ich glaube, da könnte Beratung funktionieren. But when it comes to physical abuse, doch wenn es um körperlichen Missbrauch geht, Misshandlung, he abuses you physically the first time. Er misshandelt dich einmal körperlich. Goes out, comes back with flowers. Geht raus und kommt dann wieder mit Blumen. Crying and apologizing. Er weint, entschuldigt sich. You forgive him. Du vergibst ihm. The second time he does the same thing. Das zweite Mal macht er das gleiche wieder. The third time it might not be apologizing. Dann beim dritten Mal entschuldigt er sich vielleicht nicht mehr. In America it might be a gun. In Amerika kommt er dann vielleicht mit einer Waffe. Here it might be a knife. Hier vielleicht mit einem Messer. Or throwing you down the stairs. Oder er schubst dich die Treppe runter. He read just yesterday. Today. Oh, today. Heute hat er gerade gelesen. There was an argument, not even a married two married couples, between a girlfriend and a boyfriend. Es waren ein Freund und Freundin, die waren nicht mal verheiratet und die hatten Streit. And I don't think it started on that day. Und ich glaube, der Streit hat nicht an dem Tag begonnen. From the day one of the relationship, he was doing it. Von Tag 1 der Beziehung hat er das and getan. The woman kept saying, it will be all right. Und die Frau sagte, ja, es kommt schon gut. It will be okay. Es kommt schon gut. She never did anything about it. Und sie hat nichts gemacht dagegen. After a little quarrel, nach einem kleinen Streit, they go out, sind sie rausgegangen. There's a moving car coming. Ein Auto fuhr auf sie zu. The man pushes the woman der Mann to the moving car. Hat die Frau zum vorfahrende Auto geschubst. The car knocks down the lady, she's dead. Und das Auto hat die Frau so überfahren, dass sie gestorben ist. My darling, your life is precious in the sight of God. Meine Liebe, dein Leben ist kostbar vor Gott. The Bible says that God has written your name in the palms of your hand. Und die Bibel sagt, dass Gott deinen Namen in seine Hand geschrieben hat. The Bible says that when you were clot of blood in your mother's womb, he knew you. Und die Bibel sagt, dass als du noch ein Zellklumpen warst im Bauch deiner Mutter, let hat er dich your gekannt. Life be precious to yourself. Dein Leben soll auch für dich selbst kostbar sein. My darling, meine Liebe, an abusive relationship, an abusive marriage will end you dying before your time. Eine missbräuchliche Beziehung, missbräuchliche Ehe wird dich ins Grab bringen, bevor es Zeit Even wäre. When it comes to the
other abuses, especially the emotional abuse. Auch die anderen Arten von Missbrauch, besonders der emotionale Missbrauch. You've gone through counseling. Da machst du Eheberatung oder Seelsorge. Einmal, a second time, ein zweites Mal. And you see that nothing is coming und dann out. Siehst du, es verändert sich nichts. Some of the emotional abuses. Manchmal gibt es emotionalen Missbrauch, might end up you committing suicide. Der dazu führt, dass du Selbstmord begehst. So you run out for your life. Und da musst du dich verabschieden wegen deinem eigenen Leben. Flee for your life. Renne um dein Leben. So if I'm hearing what you are saying correctly, you are saying that we must be able to know the red flag. Yes. Also, was ich, wenn ich dich richtig verstehe, ist es wichtig, dass wir die Warnsignale erkennen. Whether it is physical abuse or emotional abuse. Ob es physischer, körperlicher oder emotionaler Missbrauch or verbal abuse. Ist. Oder auch verbaler Missbrauch. Okay, so quick one. So, ganz schnell. Apostle John asks, when should you get out? Wann sollst du dich verabschieden? So when you have seen his action being repeated time and time again. Wann? Wenn du immer wieder siehst, dass er oder sie das immer wieder tut. He apologizes, he does it. You go to counseling, he does it. Know that he's going to continue and the end is that somebody will die in that marriage. Er entschuldigt sich, tut es doch wieder, er macht Beratung, Seelsorge und er macht es doch wieder. Wenn es sich immer wiederholt, dann weißt du, dass das im Tod enden wird. When you make up your mind, wenn du dich entscheidest, that this is over, I'm getting out. Es ist vorbei, ich verabschiede mich. Don't tell him when you are quarreling. Sag das ihm nicht, wenn ihr gerade he streitet. Will kill you. Dann wird er dich töten. Don't tell him, it's okay, I've had enough. I'm going. Sag ihm, I'm going, wait for me. He goes into the bedroom, he goes to bring his gun. He will shoot you and he will shoot himself. Because the guy is sick in his mind. He has woman too. And the woman too is maybe sick. We call it mental health. Bipolarism. He hears voices. So he will kill you only to discover that he has killed you. It will be too late. So when you discover that the red flags are... Oh, sorry. Also es ist wichtig, dass wenn du dich entschieden hast, dass du die Ehe beenden willst, dass du aus der Ehe heraus willst, dann darfst du das nicht in dem Moment sagen, wo ihr gerade einen Streit habt. Weil wenn du im Streit sagst, okay, ich verabschiede mich, ich gehe, dann sagt der aggressive Mann vielleicht dann noch, oh, warte auf mich, geht ins Zimmer, holt die Waffe, erschießt dich, erschießt sich selber. Und das sind dann die psychischen Probleme, die damit reinspielen. Wie zum Beispiel bipolare Erkrankungen oder Schizophrenie in dieser Formenkreis. Er erschießt dich nur, um zu erkennen, oh, ich habe sie gerade erschossen. Yeah. So when you are about to get out, don't spit it into his face. It's dangerous for you. Wenn du aus der Ehe raus willst, dann spuck ihm das nicht so ins Gesicht. Das ist gefährlich für you dich. You go to a mother figure, a father figure, your pastor, your lawyer, police officer, anybody that you trust. And then you confide in them, and then you quietly walk out when he is not aware. Then you can start the official proceedings. When you are quarreling, don't start packing your things. He will throw you over the cliff. So make sure that you secure your life first in your mother's house, in your father's house, in a friend's house, somewhere. Then you will tell the people, over here, you call them and they say, I'm not marrying you again. In Africa, we don't do that. In Africa, our parents and our relations will now go and see the other one's relations and tell them, our son or our daughter says he cannot stay in this marriage anymore. Then they will start the proceedings. Extended families affairs. Extended family. But you people here, I don't know how you do it, so you can tell. Yes, we. But just make sure that you go out quietly. Not during the time of quarrel and fight, because he can pull a knife at you. Okay. Was ganz wichtig ist, dass du, wie gesagt, das nicht machst während einem Streit, sondern dass du, wenn du dich entschließt, dass du die Ehe beenden willst, dass du da raus willst, dass du das gut und im Stillen, in einem ruhigen Setting organisierst, dass du mit deinem Pastor darüber redest oder einem Vater, einer Mutterfigur darüber sprichst. Vielleicht sprichst du, ohne dass der Mann oder der andere Partner das weiß, mit der Polizei oder mit einem Anwalt.
Und dann in einem ruhigen Moment, ohne dass dein Partner das merkt, packst du deine Sachen und verabschiedest dich. Und in Afrika machen wir das so, dass danach nicht die Person, die sich verabschiedet hat, selber beim Partner meldet, sondern dass die erweiterte Familie dann den zurückgebliebenen Partner informiert, mein Sohn, meine Tochter kommt nicht wieder zurück. Und hier in Europa machen wir es ein bisschen anders. But another important one in there is, what about if it's in a situation whereby maybe the one of the partner is getting violent, but not only to you, but also to the children. Wie ist das, wenn es Gewalt gibt in der Familie? Ein Partner wird gewalttätig, nicht nur gegen den anderen Partner, sondern auch gegen die Kinder. Or even to any helper in the house. Oder auch für andere Leute, die zu Hause helfen. When is the time that one of you that is not violent can say enough is enough, if you continue, we will stop this marriage? Wo ist der Zeitpunkt, wo der eine sagen kann, jetzt reicht's, wir beenden diese Ehe, wenn Pastor du nicht damit Sandra. Aufhörst? I think it goes into the same line as Daddy said. Ich denke, es geht in die gleiche Richtung, wie Daddy gesagt hat. You went into counseling. Du bist in die Eheberatung oder Seelsorge gegangen. And even after that counseling, your eyes have to be on the children. Und auch nach der Beratung, deine Augen müssen auf die Kinder gerichtet sein. It's good not to leave them alone with the other part. Partner who is abusive. Du darfst die Kinder nicht alleine lassen mit dem Partner, der aggressiv ist oder missbräuchlich ist. Beobachte. But then if it happens again, aber wenn es trotzdem wieder passiert, it's your responsibility, es ist deine Verantwortung, to make sure that your children are safe. Sicherzustellen, dass die Kinder Because sicher God sind. God gave them to you. Gott hat sie dir gegeben, to take care of them. Dass du dich um sie kümmerst. So if you see that they are in danger, wenn du siehst, dass sie in Gefahr take sind, them away from that danger. Nimm sie aus der Gefahrenzone. Because whatever they see as your children, weil das, was sie sehen als Kinder, they grow with it. Mit dem wachsen we sie have auf. A lot of adults who are having issues because of what they went through as child. So viele Erwachsene haben Probleme wegen Dingen, die sie erlebt haben als Kinder. We have many adults who could no more grow to become adults mentally because of what they have gone through. So viele Erwachsene konnten mental, psychisch nicht erwachsen werden wegen dem, was sie durchgemacht haben. Most of the things we hear in the news that a child went to kill someone, a child abused somebody in the school, a child used knife to attack someone. All of this come from what the child have seen in the home. Wenn wir in den Nachrichten lesen, dass ein Kind ein anderes geschlagen, getötet, erstochen hat, ein Kind ein anderes missbraucht oder misshandelt hat, das kommt von dem, was sie zu Hause erleben. So you need to give your child a safety place. Du musst deinem Kind eine sichere Umgebung geben, bieten können. So the child can grow to become a better person. Damit das Kind aufwachsen kann und ein guter Mensch, ein besserer Mensch werden kann. But never allow the child to hate the partner who is abusive. Aber stelle sicher, dass dein Kind niemals den Partner, der Missbrauch begeht oder Misshandlung begeht, dass das Kind diesen Partner nicht hasst. Let them understand that that person, the father or the mother, is going through some challenges that they need prayer. Lass das Kind verstehen, dass der Vater oder die Mutter Schwierigkeiten durchmacht und dass er oder sie Gebet gebraucht. Let them never start to hate the father or the mother because of what happened. Gib dein Bestes, dass das Kind nie anfängt, den Vater oder die Mutter zu hassen wegen dem, was passiert ist. But teach them to love them from a distance. Lehre sie viel mehr, sie zu lieben, aber aus der Distanz. And then get helpers to help the other partner. Und dann zieh Hilfe bei, um dem anderen Partner zu helfen. Just to add to Mama Sandra's own. Noch hinzuzufügen zu dem, was Mama Sandra gesagt hat. If you don't live to deliver your children. Wenn du nicht deine Kinder befreien kannst. And to save them. Sie retten kannst. It becomes a cycle. Dann wird das zu einem Teufelskreis. They see it as normal. Sie werden das normal sehen. You realize that your daughter gets married. Du wirst sehen, deine Tochter heiratet. And she's also being abused. Wird auch wieder missbraucht. And she's silent. Und wird still sein. Why? Because she saw mommy go through it. Warum? Weil sie gesehen hat, dass die Mutter das durchgemacht hat und selber auch nie etwas dagegen getan hat. Halleluja. Halleluja. We have about 12 minutes to go before we start praying for different situations
that we have talked about today. Wir haben noch ungefähr 12 Minuten, bevor wir dann beten wollen für verschiedene Situationen, die wir schon angesprochen haben. So I would like to maybe jump over. Ich möchte vielleicht springen zum folgenden Thema. To one last point. Nämlich before we go into the prayer. Ein Punkt, den wir noch anschauen wollen, bevor wir dann ins Gebet gehen. So today we have talked about inadequate or improper sex in marriage. Wir haben über unangemessenen Sex in der Ehe gesprochen. We have talked about financial problem in marriage. Finanzielle Probleme in der Ehe. We have talked about domestic violence in marriage. Wir haben häusliche Gewalt in der Ehe besprochen. Now, for the sake of maybe the ones that are watching us today or those that are here that are not yet married. Jetzt vielleicht noch für die unter uns, die hier sind oder online zuschauen, die noch nicht verheiratet sind. All those that have married already before and now they are divorced and thinking of getting remarried again. Oder solche, die vielleicht mal verheiratet waren, sich haben scheiden lassen und nun gerne wieder heiraten würden. What will be the advice that you all will give in terms of preparation before getting into a Christian marriage or getting into marriage? Welchen Rat würdest du da geben zur Vorbereitung, bevor sie sich auf eine Ehe einlassen oder bevor sie sich erneut auf eine Ehe einlassen? Was würdest du da raten? So, I call it finding love again. Ich nenne das die Liebe wiederfinden. So, number one, thank the Lord. Als erstes danke einfach dem Herrn. The Bible says that in all things we should give thanks. Die Bibel sagt, dass wir in allem danken sollen. It could have been worse. Es hätte schlimmer gehen können. I was telling somebody yesterday, it could have been worse. Ich habe gestern jemandem gesagt, es hätte schlimmer kommen können. Some people go through it, they die. Manche Leute erleben solche Dinge und sterben. Some people go through it, they end up with depression medications for life. Manche Leute erleben schlimme Dinge und haben dann den Rest des Lebens Antidepressiva. So, thank the Lord. Danke dem Herrn. Number two. Zweitens. Forgive yourself. Vergib dir selbst. And then forgive your spouse. Und dann vergib deinem Ehepartner. I've discovered that unforgiveness. Ich habe herausgefunden, dass Unvergebenheit becomes like an umbrella that covers us. Das wird wie zu einem Schirm, der uns bedeckt. When the blessing is coming, wenn der Segen kommen there's möchte, a covering over our lives. Gibt es wie eine Decke, einen Deckel über unserem Leben. And the blessings never come. Und der Segen kann nie durchdringen. Forgive yourself for the mistakes you did in the marriage. Vergibe dir selbst für die Fehler, die du begangen hast in der forgive Ehe. Yourself for even entering into the marriage. Und vergib dir auch, dass du überhaupt diese Ehe eingegangen bist. Forgive your spouse for everything he did for you. Vergib deinem Ehepartner für alles, vergib deinem Ehepartner alles, was er gegen dich getan hat. If you don't forgive yourself, it will be very difficult to open up to find true love again. Wenn du dir selbst nicht vergeben kannst, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, dich wieder zu öffnen für wahre Liebe. Number three. Das dritte. What you are looking for, love. Wenn du Liebe suchst, don't rush to enter into another relationship. Hab es nicht allzu eilig, dich in die nächste Beziehung hineinzubegeben. Most of us after one divorce or after one breakup are always in a hurry to prove a point and prove a case. Viele von uns, wenn wir eine Scheidung durchgemacht haben, wollen wir etwas beweisen. Time in itself heals every wound. Die Zeit heilt jede Wunden. So give yourself time to heal. Also gib dir Zeit zum Heilen. Whilst you are going through the points I have given you. Während du durch diese Punkte gehst, die ich gerade genannt habe. If you are becoming suicidal. Wenn du Selbstmordgedanken hast. Seek help. Such dir spätestens dann Hilfe. Talk to somebody. Sprich mit jemandem. Talk to your pastor. Sprich mit deinem Pastor. Talk to a counselor. Hol dir Beratung. Go through therapy. Mach eine Therapie. And it's also very important. Und es ist auch to create a change around you. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass du Veränderungen in deinem Umfeld schaffst. In the same house. Im selben Haus. In the same room. Im selben Zimmer. You can change things around you. Du kannst Dinge in deinem Umfeld verändern. If your bed was on the left, change it to the right. Wenn das Bett immer auf der linken Seite stand, stell es jetzt auf die rechte Seite. Change your beddings. If you were using blue bed sheets, start using white bed sheets.
Bettwäsche kannst du wechseln. Zum Beispiel hattet ihr vielleicht immer blaue Bettwäsche, dann kauf dir jetzt weiße Bettwäsche. If you can afford it, change your curtains. Wenn du es dir leisten kannst, dann häng neue Vorhänge auf. That change in itself. Diese Veränderung in sich brings a psychological change within you. Bringt auch an sich wieder eine Veränderung in deiner Psyche. It prepares you und bereitet dich vor next. Auf das Nächste, auf das, was Whilst kommt. You are waiting, und während du wartest, get yourself busy. Beschäftige dich. If you belong to a church like NIC, wenn du in einer Gemeinde bist wie in der NIC, join the choir. Sing im Worship mit. Join the ushering department. Oder hilf mit im Usher-Team. Oder Media. Protocol Team, Join Media. Media Team, Join the Children's Department, Children, hilf teach mit im the children. Kinderdienst, lehre die Kinder. You can take up a course. Oder mach einen Kurs. An IT course. Oder ein Kunst. A gardening course. Garten, Computer, Anything. Egal was. All these things gives you time. Und das alles hilft dir in dieser Zeit. It prepares you. Es bereitet dich vor. It takes your mind away from the pain. Und es lenkt deine Gedanken vom Schmerz weg. Und eines Tages wirst du aufwachen where's und dich fragen, head? Wo ist mein Schmerz? Wo sind die Verletzungen hin? And whilst you go through this, und während du in diesem Prozess bist, ready, dann wirst du sehen, du wirst bereit sein für die neue Beziehung. And I always tell people, und ich sage den Menschen immer, when one door is closed, wenn sich eine Tür schließt, God opens another door. Öffnet Gott eine neue He Tür. Doesn't just open the door. Er öffnet die Tür nicht einfach when so. You lose anything, wenn du etwas verloren hast, God is bringing you back dann another one. Bringt Gott dir etwas Neues zurück. Like Job, so wie bei Hiob. He multiplies it by seven. Da hat er es siebenfach vermehrt. So he gives you seven times better than what you lost. Und so wird er dir siebenfach Besseres geben als das, was du verloren hast. Thank you very much. So quickly, yeah, go ahead. Vielen Dank. Lasst uns klatschen. So, then the question now is, when you are going into your second marriage or the third marriage, what should be the preparations? So that's the question he asks. Okay. So number one, make sure that the mistakes that you did previously, you will notice all of them and make sure that in your second attempt or your third attempt, you avoid those errors. Also die Frage war eben, was tust du in der Vorbereitung auf deine zweite oder dritte Ehe? Wichtig ist, dass du die Fehler, die du gemacht hast, dir aufschreibst und die vermeidest beim nächsten Versuch. And then when you enter into the second marriage, und wenn du in eine zweite Ehe hineingehst, all the things that you should have done to save the other one that you couldn't do, make sure you do all of them in this second one. Stelle sicher, dass all das, was du hättest tun sollen, um die erste Ehe zu retten, dass du nicht getan hast, dass du das jetzt tust. For example, the first one, you didn't pray enough. This time, pray enough. Zum Beispiel hast du bei der ersten Ehe nicht genug gebetet. Dieses Mal bete genug. The first one, you didn't do your homework well. You didn't ask friends, how is your friend like? What are his temperament? You didn't do all of those things. In the second relationship, make sure that you do your homework very well. Wenn du beim ersten deine Hausaufgaben sozusagen nicht gut gemacht hast und dir nicht genug Ansichten oder Informationen eingeholt hast, und wie ist er denn so als Freund und wie verhält er sich zu Hause, stelle sicher, dass du bei deiner zweiten Ehe all diese Hausaufgaben gut machst. You are ready to go. Und dann bist du bereit. In 2 weeks time, Apostle John and I and Mama Sandra will be coming on TV to talk about the mistakes we do when you are finding love again. So he's mentioned some of the mistakes. One of the mistakes we do is that we hold on to the lost relationship. My darling, when milk spills on the floor, you don't get it back. In 2 Wochen werden wir live gehen, Apostel John, Mama Sandra und ich, und über Themen sprechen. Was Fehler, wie wir die Liebe wiederfinden können. Und wichtig ist, dass wir die Fehler, die wir gemacht haben, nicht wiederholen. Und es gibt auch ein Sprichwort, das besagt, dass wenn Milch verschüttet wird, kann man die Milch nicht wieder einpacken. Okay. Final, we have 2 minutes to go. 2 Minuten noch. I'm the one moderating. Okay, do you want to answer it? Please, go ahead.
The question was also about those who are single, have never married before, how to get ready for them to be able to marry. Die Frage war auch noch, wie es für die Leute aussieht, die noch nie verheiratet waren, was sie tun sollen in der Vorbereitung auf ihre Ehe. So those who have never married before. Wer noch nie verheiratet war and you want to get married. Und heiraten möchte, if you don't want to get married, wenn du nicht heiraten möchtest, I mean, there are some people who said to themselves they will never marry. Es gibt Leute, die haben sich gesagt, ich werde nie heiraten. Paul in the Bible never married. Paulus in der Bibel hat nie geheiratet. So if you know you don't ever want to marry, announce it, let everybody know, I don't want to get married. Und wenn du nicht heiraten möchtest, dann lass das die Leute auch wissen, ich möchte nicht heiraten. But if you want to get married, aber wenn du heiraten möchtest, you know God wants you to marry. Und du weißt, Gott möchte, dass du My heiratest, darling, open up. Meine Liebe, öffne dich. Go out there and look for love. Geh raus, such die Liebe. Don't sit down. Setz dich nicht einfach hin expecting an angel und warte, dass ein Engel kommt to come and prophesy to you und über dir prophezeit. That Rita, 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 your husband is Apostle General. Dein Ehemann ist Apostle General. It doesn't always happen das like that. Das funktioniert nicht immer so. Open up for a relationship. Öffne dich für eine Beziehung. Once the person is born again, wenn die Person wiedergeboren ist, the person has recommendations for other people. Und auch einen guten Ruf hat vor anderen Leuten, go in out for it. Dann gib dich hin, mach das. Some people have rejected 1,001 men. Es gibt Leute, die haben 1,001 Mann abgelehnt. Thinking that Angel Gabriel will come down and marry them. Und dachten, der Engel Gabriel kommt vom Himmel herab und wird sie heiraten. My darling, give yourself a chance. Meine Liebe, gib dir eine Chance. I want very tall. Ich möchte einen sehr großen. Very slim. Sehr schlank. Very intelligent. Dann muss er sehr intelligent and very sein. This. Und auch sehr very so that. Und sehr so. Those people have never been married. Solche Leute werden nie heiraten. Resist. Aha, solche Leute, die sind noch nie geboren worden. You will never get 100%. Du wirst nie die 100% bekommen. When my husband met me, I was 100%. Als mein Mann mich traf, war ich nicht 100%. He worked on me, er hat an mir gearbeitet, to become who I am today. Dass ich zu der werde, die ich heute bin. He also wasn't 100%. Auch er war nicht 100%. I worked on him, ich habe an ihm gearbeitet, to become who he is today. Dass er wird, wer er heute ist. Allow yourself to be loved. Lass dich lieben. I've worked on my wife to cook pepper soup. Und ich habe an meiner Frau gearbeitet, dass sie Pepper Soup kochen kann. All right, that's a joke. So, das war jetzt ein Witz. But thank you very much. Can we celebrate this wisdom? Können wir diese Weisheit feiern? Hallelujah. Hallelujah.